Ja, herzlich willkommen zum Kanalcheck. Heute um 19:59 Uhr. Ich bin sogar eine Minute zu früh, Mensch, das ist ja super. Wir haben heute vier spannende Kanäle, die wir uns anschauen, plus einen Waldkanal. Waldkanal bedeutet, ich warte ab, was hier so passiert im Chat und dann können die Leute, die neu sind, hier einfach reinschreiben: Hey, prüf doch jetzt mal meinen Kanal und dann lose ich aus, wenn es mehrere als einen sind. Aktuell haben wir die Zocker Bros da drin, die das gerne hätten. Ist ja schon ganz praktisch, schon ein Kommentar direkt am Anfang und ich fange gerade erst an. Ich trinke erstmal einen Schluck viel Gesabbel, war ein langer Tag heute auch für mich. Diesmal starte ich auch direkt mit Ton. Eine schöne Sache. Und wir gucken uns heute vier Kanäle an. Hallo Hobbykoch. Schön, dass du auch mit dabei bist. Vier Kanäle gucken wir heute an. Erstmal Sprüdis Kanal. Dann haben wir Bena27. Wir haben Alex Hassel und Rob Let's Play, also Rob LP. Ich bin total gespannt, was dabei rumkommt, was wir da für Kanäle haben. Eins kann ich euch verraten, ich habe schon Kochkanal gesehen, da habe ich mich besonders drüber gefreut, weil ich heute noch nichts Vernünftiges gegessen habe. Egal, kann auch nichts dran tun, das ist halt so. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit dem ersten Kanal an. Und ja, dann schaue ich gleich wieder in die Kommentare rein. Ich bin ja gerade schon am Umswitchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich sage euch jetzt erstmal hier, was gemacht wird. Ich habe da so eine Matz aufgenommen, noch mit längeren Haaren, ne? Das hier Corona-Frisur und so. Aber damit ihr auch mal wisst, worum es sich hier geht hier. Und dann fangen wir mal an. Und so wird geprüft. Der erste Eindruck zählt. Ich schaue auf eurem Kanal vorbei und gucke, ob er mir gefällt. Rein optisch, mehr gar nicht. Danach auf dem Smartphone, wie wirkt der Kanal dort auf mich? Ist der Banner ordentlich zu sehen? Sind die Thumbnails schön zu erkennen? Anschließend gucke ich im Kanaltrailer vorbei. Gibt es einen, gibt es keinen? Ist er gut, ist er schlecht? Hat er Endcards, hat er nichts? Das werde ich alles feststellen, um dann mit einem Videocheck weiterzumachen. Ich nehme euren letzten Upload und schaue, wie ist das Bild, wie ist der Ton und wie gefällt mir der Inhalt generell und wie kommt ihr rüber? Ist alles positiv? Kann man damit was anfangen? Und hat das Ding ja trotzdem keine Views? Schauen wir in der Video-SEO-Check vorbei, der Suchmaschinenoptimierung. Weil nur wenn ihr in der Suche gefunden werdet, bekommt ihr auch Klicks bei YouTube. Anschließend gucken wir noch bei Social Blade vorbei. Dort können wir eure aktuellen Statistiken sehen und eure Zukunftserwartungen. Und ich bin sehr gespannt, wie es da ausschaut. Und zum guten Schluss gibt es meinen Senf obendrauf. Ich sage euch, was ich von eurem Kanal halte, wie ich die Zukunftsaussichten sehe, was meines Erachtens verbesserungswürdig ist. Nochmal schön zusammengefasst. Und dann sind wir auch schon durch. Der erste Eindruck. Ja, der erste Eindruck, Sprüdis Kanal. Erstmal, auf den ersten Blick gefällt mir das sehr gut, weil es ein schönes, einheitliches Banner zusammen mit dem ersten Thumbnail vom Kanal-Trailer, was ich sehen kann. Das alleine finde ich schon cool, weil es dann einfach stimmig ist, ne? Das ist so eine, ich finde, das kommt ganz gut rüber und das sieht auch ganz nett aus. Also, doch, muss ich sagen, gefällt mir. Wir scrollen mal hier so ein bisschen runter. Wir haben Kanal-Trailer, das alleine ist schon cool. Wir haben hier unten, was ist neu? Also die letzten Veröffentlichungen. Das ist auch schön gemacht hier. Ne? Alles einheitliche Thumbnails. Man kann so ein bisschen erkennen, worum es sich geht. Du bist immer mit drauf. Also da gefallen mir die Thumbnails auf jeden Fall. Hier haben wir Australien, auch nicht schlecht. Ne? Ist auch gut zu erkennen, worum es sich da geht. Könnte man noch hier so, weiß ich nicht, so ein paar Sehenswürdigkeiten dann rausholen, aber hast du ja auch im Hintergrund gemacht, aber an sich ganz nett gemacht. Oh, du bist ja gut rumgekommen hier, Australien von oben. Ah, da stehen die Sachen damit drauf, das ist cool. Ausflugsszene in Leinwand. Oh, gut, ja, du hast ja aber richtig schon viel drin, muss ich sagen, ne? Los Angeles, Las Vegas. Ja, cool, geht ab bei dir, kommst gut rum. Doch, finde ich nett. Und auch ein stimmiges Kanalsystem, Design halt immer mit so ein paar Sachen mit dabei. Natürlich hast du jetzt hier im oberen Reich beim Kanaltrailer, ne, der ist richtig so schön aufs Banner abgestimmt. Die anderen noch nicht so, aber die sehen halt zumindest auch alle ordentlich aus. Ne? Man kann die Schrift gut lesen. Natürlich schwierig hier bei dem oberen, bei den Australien-Sachen, was da oben steht, das kann ich jetzt hier zum Beispiel nicht sehen. Aber ich glaube, da steht Australien von oben. Ich kann es hier auf dem anderen lesen. Das wird immer der gleiche Schriftzug sein. Der kommt nicht so gut durch. Aber an sich egal, ne? Es sieht nett aus. Du hast so ein paar nette Bilder drin, auch wo es sich drum geht.
Wir schauen jetzt einfach mal auf dem Smartphone vorbei, wie das Ganze da aussieht, bevor wir uns deinem Kanal-Trailer widmen. Und das ist ja auch mal spannend, wie das da aussieht. Machen wir hier den Übergang. Smartphone-Check. Ich nehme mal meinen Nox-App-Player hier und dann gucken wir doch mal. Sprüdis Kanal. So, gucken wir noch mal. Finden wir natürlich auch direkt, ne? Ist ein außergewöhnlicher Name. Den gibt es halt auch nicht doppelt. Für diejenigen, die neu sind, macht euch keine Namen, die schon 20.000 andere Leute verwenden. Und Sprüdis Kanal ist so ein Name. Kaum einer würde seinen Kanal Sprüdis Kanal nennen, ne? Weil es einfach personenbezogen ist. Sehr wahrscheinlich dein Spitzname, schätze ich mal. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Und das ist auch gut zu finden. Und der Kanalbanner kommt auch richtig gut, ne? Du wirst hier richtig schön erkannt. Der macht hier den Übergang noch in der App wirklich auch mit der Farbe zu dem leichten Braun hin. Ne? Das ist ganz nett und sieht gut aus. Auch da kommt der Kanalbanner gut drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man jetzt hier in der App die Schrift besser lesen kann. Ja, man kann es ein bisschen besser lesen hier bei Australien von oben. Aber das Weiß setzt sich natürlich nicht so schön ab. Genauso wie bei die Schiffwracks von Morenton Island. Also dieses von hier ist auf jeden Fall schwierig rauszugucken. Zumindest bei mir mit Gegenlicht. Das wäre noch so eine Sache, was man an den Thumbnails was tun könnte. Aber an sich finde ich die Thumbnails wirklich gut. Gerade weil es auch so um so solche Sachen geht, dass man da auch gucken kann. Ich würde dieses Australien von oben, würde ich vielleicht noch wirklich mehr rausholen dann an der Stelle, dass du das da ein bisschen machst. Aber es gefällt mir auch von der Ansicht am Smartphone wirklich sehr gut. Doch, muss ich sagen, finde ich schön. Aber du hast ja auch schon 163 Abonnenten, was wir da sehen können. Wir gehen mal direkt rüber zum Kanal-Trailer. Kanal-Trailer-Check. Und gehen mal zurück auf den Kanal nochmal. Also, wir halten erstmal fest, der Kanal hat 163 Abonnenten schon. Ne? Das ist schon mal ganz cool. Wir können mal in die Channel-Lytics hier kurz reingucken, wie denn die Aufrufzahlen sind. Das ist ganz praktisch, wenn man da sehen kann. Was denn da los ist? Also, du hast schon 130 Videos online und 39.500 Views. Das ist ein ganz guter Schnitt. Ich habe jetzt nicht geguckt, seit wann du aktiv bist. Vielleicht können wir das hier mal sehen. Unter About seit Dezember 2016. Ja, ist natürlich ausbaufähig, aber ich nehme an, du hast den Kanal auch nicht schon von Anfang an so aussehend gehabt. Und wenn wir uns hier mal die Zuschauerzahlen angucken, hast du im Mai so in den meisten Tagen 92 und jetzt hast du hier einmal 262. Ich nehme an, dass ein neues Video gekommen vor 2 Tagen. Ne, kann man hier sehen, vor 2 Tagen hochgeladen, 170 Views hat dieses Video gekriegt. Und wir schauen nachher mal, warum dieses Video mehr Views gekriegt hat als die anderen. Ob es am Thumbnail liegt, ob es an der Beschreibung liegt, ob da mehr gepostet wurde. Da kannst du auch gern was zu schreiben in den Kommentaren. Ich habe gerade noch so kurz im Augenblick gesehen, dass du online bist. Und dann war ich aber schon im Wechsel und konnte den Chat nicht mehr lesen. So ist das. Männer können immer nur eine Sache zeitgleich, aber das macht ja nichts. So, Kanaltrailer, da wollte ich drauf hinaus und den gucken wir uns jetzt an. Und der hat hier schon von selber gestartet, aber wir machen jetzt mal hier von vorne. Geht 1 Minute 21, ist demnach in der optimalen Range, so zwischen 1 Minute und 2 Minuten empfiehlt sich immer für so einen Trailer und wir gucken mal, was da passiert. Oh, das gefällt mir. Ich finde diese Splitscreens ganz nett. Also da kann man nicht drüber meckern. Mal ein bisschen leiser hier. Ist eigentlich nett gemacht, ne? Ja. Also die Bilder auch schön verarbeitet mit dabei, ne? So Drohnenaufnahmen sind schon geil, ne? Ich will auch so ein Spielzeug haben. Ich weiß ja nicht, was ich für Videos damit machen soll, aber finde ich schon mega. Also. Oh, das ist eine nette Animation hier mit dem Umdrehen und so. Finde ich gut. Und dann zur Endcard gelandet zum Anklicken und so. Geil gemacht. Gefällt mir. Ja, da kommt jetzt noch Endcut, ne? Da können wir mal auf Pause stellen. Also, das ist wirklich nett. Also, du hast dich knapp an die Minute gehalten und dann noch die Endcut hinten dran gemacht, sodass du auf 1 Minute 20 kommst. Finde ich gut, hat eine optimale Länge. Der Clip gefällt mir auch von der Eigenschaft her.
Ja, also das finde ich wirklich gut. Ich würde die Beschreibung hier beim Kanaltrailer ein bisschen anpassen, ne? Du schreibst ja hier direkt als ersten Satz, hier findest du einige Impressionen aus Niedersachsen und der Welt und fängst dann mit Australien an. Das heißt, da würde ich Australien auch mit da vorne machen, vor allen Dingen, weil Australien auch bei dir hier so ein großer Punkt ist, den du wirklich in deiner Playlist drin hast oder in deinem Kanal drin hast. Da geht halt relativ viel und da könntest du dann an der Stelle ein bisschen was mehr machen. So, lass mich mal gucken. Ich werde hier voll benachrichtigt, dass ich jetzt live bin auf dem Kanal. Ich werde verrückt. Mein Handy sagt mir, dass ich live bin, als ob ich das nicht selber eingeschaltet hätte. Von woher soll denn der Livestream kommen? Das ist ja irre. Ich muss das hier mal leise machen, damit das hier nicht so die ganze Zeit rumplappert. Ist ja auch für euch nervig, ne? Mann, 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 Mann. So, jetzt ist Ruhe. Also, Kanaltrailer finde ich gut. Ich würde die Beschreibung daneben noch ein bisschen anpassen, aber das ist es dann auch. Also so an dem oberen Teil hier, auch die Texte sind hier ordentlich gesetzt, ne? Da hast du so ein paar Orte reingeschrieben, wo du unterwegs warst. Und das ist wirklich ganz cool, damit da auch diese Verlinkung zwischen Video und Kanal stattfindet. Das ist wirklich gut gemacht. Ich würde da Drohnenflüge noch ein bisschen mehr ran, wenn du so hast, hier Drohnenaufnahme von oben und so weiter. Ich würde noch Drohnenflug, Drohnenfootage hast du schon drin. So noch ein paar mehr Synonyme damit reinpacken, extra dafür. Also alles, was Leute in die Suche eingeben könnten, wenn sie jetzt einen Drohnenflug sehen wollen. Da würde ich einfach mal nachgucken. Wir machen mal hier die Channelytics zu und das sieht ganz nett aus. Und dann gehen wir einfach zum nächsten Video rüber oder zum letzten hochgeladenen Video. Und das ist hier die Leinberg Landbalkon LTD Hilsweg Wanderung zum. Ja, gucken wir mal. Würde ich nie nachsuchen, weil ich da nichts mit anfangen kann. Aber wir gucken uns das mal an. Ich hatte ganz kurz vorher schon mal reingeguckt, deswegen starten wir hier nicht am Anfang. Aber das machen wir jetzt. Wir gehen zurück zum Anfang. Und ich mache das hier noch so ein bisschen. So. Ist wieder das Ad im Weg, ne? Warte mal, können wir das hier einfach ausblenden? Zack. Übergang. Check. So, jetzt ist das Ad auch nicht mehr im Weg und schneidet auch nicht mehr das schöne Video ab hier. Das ist doch super. Alles klar, machen wir mal Play und Go. Die Sonne geht mal wieder auf und ich war mal wieder früh morgendlich unterwegs. Diesmal, wie man im Hintergrund sehen kann, der herrliche Lahneberglandbalkon auf dem Duinger Berg bei Duingen. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich hier hochgekommen bin und welche herrlichen Impressionen sich einem bieten, früh morgens zum Sonnenaufgang, ja, dann bleibt einfach mal dran. Mega, mega. Also ich finde, du hast gut abgeholt. Am Anfang ist so eine Spannung mit dem Bild, ne? Du sprichst erst leise in die Kamera, das macht die Leute erstmal neugierig und dann gehst du hin und sagst, was denn passiert dabei, was die Leute erwartet. Das finde ich eine wirklich coole Sache. Und dann kommt hier ein Intro. Schauen wir mal, wie lang das Intro ist, was dahinter kommt. Ja, das Intro ist natürlich wesentlich lauter als das, was du gerade hattest. Und das Intro ist sehr, sehr lang. Sehr, sehr lang. Ich meine, Intro ist nett gemacht, keine Frage. So, warte mal, wir sind jetzt hier bei 56 Sekunden. Wir gehen mal zurück, wann hat es angefangen? Mal so ein bisschen nachvollziehen können. Morgens zum So. Sonnenaufgang. Ja, dann bleibt einfach mal dran. So, also da fängt es an. Das heißt, das Video geht 27 Sekunden, fast 30 Sekunden. Das ist natürlich schon mega lang. Es ist zwar sehr chillig und so weiter, aber ich würde es ein bisschen kürzer halten, weil gerade so eine lange Zeit, du hast die Leute neugierig gemacht, was passiert, und dann kommen erstmal 30 Sekunden lang dein Intro hinten dran. Ihr kennt das alle von Netflix zum Beispiel, diese Option Intro überspringen. Die ist bei YouTube leider nicht gegeben. Erstens ist so ein Intro voll viel Arbeit, ne? Und man will es ja auch nicht immer überspringen, aber 30 Sekunden ist wirklich lang. Deswegen müsste man da eventuell ein bisschen einkürzen. Aber da wäre auch cool, wenn du mir noch schickst. Hast du mir eigentlich Statistiken geschickt? Ich muss mal eben kurz gucken, ob ich von dir Statistiken gekriegt habe, damit ich da was weiß. Ich habe die Dinger jetzt angefordert, ne, wie das so ist. Und danach habe ich da nicht mehr drauf geguckt.
Kanalcheck. So, Ad Computerkumpel. Gucken wir mal, wen ich da gekriegt habe. Also von dem Bena habe ich auf jeden Fall gekriegt, das weiß ich schon mal. So, Pilz und Gartenwelt habe ich. Folge 22, Folge 17. Sprödis Kanal, du hast mir was geschickt. Siehst du mal, da bin ich doch. Und dann können wir hier sehen, bei dir sieht man ja nichts. Impression, Klickrate 0, 0, 0, 0, 0, 0, gar keine Infos. Für diesen das? Okay, bei dir kann ich leider nicht viel raussehen aus den Statistiken. Das ist natürlich ärgerlich. Aber du könntest mir mal sagen, wie deine Zuschauerbindung ist. Bei wie viel Prozent die ist. Wenn du nicht weißt, wo die Zuschauerbindung zu finden ist, dann machen wir das mal an der Stelle hier. Ich mache mal hier YouTube auf wieder. Und dann bin ich mal hier in meinem Computerkumpel drinnen. Und gehen wir hier auf die Analytics drauf. Und dann wählen wir uns mal hier so ein Video aus. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal hier Microsoft Store reparieren. Hier, den neuen, den nehmen wir einfach mal. Da habe ich eh noch nicht in die Statistik reingeguckt. Ach, da kann ich es nicht sehen. Warum kann ich das da nicht sehen? Ach so, weil ich nur in der Ansicht bin. Und ich muss aber in die Ansicht hier reingehen. Ja, gut, dann gehe ich halt in die Ansicht. Ihr seht auch, ich muss ab und zu mit diesen Dingen hier so Microsoft Store reparieren. Da ist es doch. So, jetzt bin ich da drin. Und jetzt können wir hier unter More. Irgendwie ist das hier alles nicht so schön, wie ich das gerne hätte. Was soll denn das? Ach, ich bin im falschen Browser. Deswegen macht er das hier so komisch. Also, du kannst unter Engagement, so, wenn wir da drauf gehen und dann nehmen wir jetzt mal hier den Windows 10 Ordnerstruktur. Ach, da wäre auch der andere gewesen. So, da kannst du jetzt in Ruhe gucken und kannst hier sagen, unter Engagement, ja, kannst du hier sehen, wie die Zuschauerbindung ist. Und du siehst bei mir ist hier so ein Schnitt hier, diese Audience Retention, Zuschauerbindung, ja, kannst du hier sehen, bei mir ist am Anfang bei diesem Video hier so ein Cut drin und da verliere ich 15% der Leute in den ersten 2 Sekunden, weil die auf mein Gesicht, meine Stimme und so weiter keine Lust haben, aber dann hält sich das ganz gut bis zu 1 Minute 6 und fällt dann hier langsam ab und 25% gucken auf jeden Fall noch die Endcard. Das ist eigentlich ein sehr guter Schnitt. 72,6% Zuschauerbindung. Habe ich genau das richtige Beispielvideo rausgeholt, was gut ist. Irre. Finde ich super. Ja, da wäre interessant, wie viel du hast. Schreib einfach einen Chat rein, dann können wir gleich darüber reden. Und ich setze hier @Computerkumpel davor, damit ich da so orange aufleuchte und das auch sehen kann. So, machen wir mit dem Video weiter. Wir zappen hier noch so ein bisschen durch rum. Gucken uns mal so ein paar Bilder an. Ah, hier ist jetzt ein Nachtsichtgerät oder sowas. Jetzt hat er mich gesehen. Ja, sieht ein bisschen Nachtsichtgerätmäßig aus. Ach, da hast du vorher irgendein Tierchen gesehen und so. Jetzt bist du da noch ein bisschen dunkler, aber du redest auch immer schön in die Kamera rein. Wir machen hier nochmal kurz Play. Und da geht es noch 80 Meter, dann bist du am Balkon. Auch das ist nett, dass du da nochmal ranzoomst. Und jetzt den Morgenaufgang. Oh, jetzt kommen noch Drohnenbilder dazu. Das ist natürlich geil. Und schöne Feel-Good-Mucke im Hintergrund. Ne? So entstehen die Stockbilder, die ich letzten Freitag angemeckert habe, ne? Weil Leute sich da wirklich Arbeit drauf machen und andere Leute benutzen die dann für ihre Videos als Feelgood-Dinger. Aber das sieht schon ziemlich cool aus. Herrliche Impression, oder? Ja, sieht gut aus. Generell ein sehr gelungenes Video, finde ich. Ist gut gemacht. Geht natürlich mit 13 Minuten auch relativ lange, aber du hast schon viele Zuschauer und da ist auch wieder eine ordentliche Endcard hinterlegt, ne? Sogar mit 3 Videos, die du da verlinkst, wo man drauf gehen kann. Also doch, das gefällt mir alles in allem sehr, sehr gut. Dann wollen wir noch mal gucken, warum das Ding denn so viele Ausrufe hat in dem Vergleich zu den anderen. Ob es daran liegt, dass du das besonders gut gemacht hast und besonders promotet hast. Also besonders gut finde ich das Video, weil es ist wirklich gelungen an der Stelle. Ich finde da wirklich nur das Intro ein bisschen zu lang. Das ist so das Einzige. Dein Ton ist gut zu verstehen. Die Bilder sind cool, die du gefilmt hast. Also es ist alles so, passt alles mega zusammen. Auch mit den Schnittbildern, dass du dann da wirklich noch diese Impressionen von der Drohne noch mit reinpackst, mit so ein bisschen Feelgood-Mucke. Das finde ich wirklich richtig gut. Also das macht Spaß zum Gucken.
Und jetzt wollen wir noch mal gucken, warum das denn auch so viele Aufrufe hat, wie es gerade hat hier. Gehen wir mal darüber. Videosuchmaschinenoptimierung. Video-SEO-Check. Genau. Ach, eigentlich liest ihr das vor. Ich brauche das gar nicht selber wiederholen. Ist euch das aufgefallen? Ich habe das extra eingebaut. Macht aber nichts. So, kommen wir erstmal hier zum generellen Video-SEO-Check. Also, ich benutze dafür TubeBuddy. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Das Programm ist kostenlos, damit ihr euch nicht wundert, was hat er da für eine Ansicht hier. Wenn ihr das einmal installiert habt, habt ihr die auch neben jedem Video. Und die ist total praktisch, weil er da immer eine gute Zusammenfassung kriegt. Und dann haben wir erstmal 191 Views, 4 Kommentare, 14 Daumen nach oben. Mega Schnitt für vom 16. Mai, also gerade mal 2 Tage alt, schon knapp 200 Views. Das ist ordentlich, werden bestimmt jetzt nachher noch ein paar mehr. Dann haben wir hier stehen, dass 3 von 20 der empfohlenen Videos, die hier unten drunter stehen, von dir sind. Das erste hier natürlich. Gucken wir mal, was wir hier noch haben, ob wir noch eins von dir finden. Ach, guck mal hier, da sind sogar 1, 2, 3, 4, die von dir da kommen. Naja, der zählt nicht immer alles, ganz verlass es darauf auch nicht. Und dann passen die Tags 19 Mal in Titel und Beschreibung rein. Und wenn ich mir die Tags anschaue, ja, sind die noch so ein bisschen. Die Frage ist, wer sucht danach, ne? Wenn die Leute danach suchen, ist alles prima. Aber die hast schon mal abgearbeitet. Dann gibt es 91 Likes bei Facebook. Da könnte ein Großteil der Views herkommen, auf jeden Fall. Keine Upvotes bei Reddit, keine Dinger bei Twitter. Und der Kanal. Daten, die sind wir ja eben schon ein bisschen durchgegangen. 163 Abonnenten, 130 Videos drin und knapp 40.000 Zuschauer. Das ist schon mal geil. Die Best Practice Sachen hier hast du auch alle abgeschlossen. Für euch nochmal zur Info, wenn ihr jetzt neu seid. Best Practice heißt wirklich, wenn ein Video erfolgreich sein soll und es geht nicht spontan viral oder ist von einem Riesenkanal, dann ist es sinnvoll, gewisse Sachen abzuarbeiten bei YouTube. Und dazu hören ein hochauflösendes Thumbnail. Infokarten hinzugefügt, Endkarten hinzugefügt, Likes auf Facebook zu haben, bei Twitter geteilt, Untertitel hinzugefügt, Comment angepinnt und ein Comment gehörtet. So, dass man Interaktion bei diesem Video erstmal voraussetzen kann, dass welche da ist, ne? Comment angepinnt, Comment gehörtet heißt schon mal, es war Interaktion da. Bei Facebook geteilt heißt, ja, das sind auch Interaktion da, die Likes spiegeln auch wieder zurück, machen das Video wertvoller. Ne? YouTube sieht einfach, bei Facebook hat das Video, ist das Video geteilt worden, hat 91 Likes gekriegt, kann gar nicht so schlecht sein. Wir packen es mal in die Suche, vielleicht gucken sich das die Leute an. Und YouTube macht das deswegen, weil YouTube gerne möchte, dass die Leute länger auf YouTube bleiben, weil nur dann können die den Leuten Werbung zeigen und damit Geld verdienen. Und dazu kommen auch die anderen Sachen damit dazu. Infokarten kann man andere YouTube-Videos verlinken. Dementsprechend, Leute bleiben länger auf YouTube. Wenn sie draufklicken, bei Endkarten genau das Gleiche. Und Thumbnails regen einfach zum Klicken an, wenn das Video in der Suche gefunden wird. Deswegen sind diese Punkte so wichtig. Die hast du alle abgeschlossen, bis auf Twitter. Twitter mache ich auch nie. Bei Twitter bin ich einfach nicht. Ich habe Twitter nie verstanden. Twitter ist einfach nicht meins. Aber auch das hier ist alles perfekt. Und dann hast du hier ganz viele Thumbnails drin. Und wir gucken jetzt mal mit diesem kleinen Button hier, der heißt Show Search Results, ob du denn da auch gefunden wirst mit dem Thumbnails. Das würde mich mal interessieren. Und dann klicken wir einfach mal drauf. Und wir sehen, du wirst mit ganz vielen Sachen da gefunden. Und zwar mit dem Pottlandweg, mit dem Kantsteinweg, mit dem Weinrabeturm, ITH wirst du mitgefunden. Dugginger Bruchsee wirst du gefunden und Duing wirst du auch gefunden. Natürlich mit Sprödis Kanal und Sprödis Kanal. Aber da hast du auf jeden Fall schon mal Suchanfragen in der Liste drin, womit du gefunden wirst. Und wenn es natürlich Leute gibt, die danach suchen, dann kommst du da relativ hoch rein mit Platz 3, Platz 1, nochmal Platz 1, hier oben Platz 8 und so weiter. Das funktioniert ganz gut. Das ist eine schöne Sache. Wir schauen mal, ob wir hier auch eine ordentliche Beschreibung mit dabei haben. Ja, und die ist auch vorbildlich, weil hier gibt es dann auch noch die Beschreibung mit dabei. Ne? Da sind, ist dann der Weg hier nochmal mit dabei. Hier steht der Ort Duing wieder. Dann ist der Leineberg-Landbalkon hier mit verlinkt. Mit Leineberg-Landbalkon wirst du aber nicht gefunden. Ne? Doch, da, Leineberg-Landbalkon auf Platz 2. Und das liegt auch daran, dass du das hier halt immer wieder wiederholst. Hier oben steht es drin, da steht der Kantsteinweg drin, den wir da unten wieder drin haben. Das heißt, auch die Suchmaschinenoptimierung in diesem Video ist vorbildlich.
Das habe ich leider nicht so oft oder das ist ganz viel nicht. Aber jetzt ganz ehrlich mal zu diesem Video. Ich kann dir da nicht viele Tipps geben, weil das Video ist gut, du hast es gut gefilmt, der Ton ist in Ordnung, es ist spannend gemacht, das sind geile Aufnahmen, du hast die Suche optimiert, du hast ein ordentliches Thumbnail. Natürlich könnte das immer ein bisschen reißerischeres sein. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, aber auch nur ein bisschen, ist die Länge des Intros, weil die einfach mit 30 Sekunden sehr lang ist. Aber das ist auch Geschmackssache. Und wenn die Leute da dranbleiben und das gucken, ne, was wir eben hatten mit dieser Zuschauerbindung und so weiter, dass die da noch drüber hinaus gucken, ist alles okay, dann kannst du es so lange lassen. Aber das Video hat ja auch schon 191 Aufrufe und ist erst vor 2 Tagen gepostet worden. Also man sieht halt schon, dass da was passiert. Wir gucken uns mal zum Vergleich noch ein paar andere Videos von dir an, ob du das da auch so schön gemacht ist. Und da sind wir einfach mal ganz gemein und greifen mal in die Trickkiste und gehen mal ganz weit nach hinten. Ne? Das ist so der Plan. Und da haben wir natürlich hier, ach, da sind aber doch einige, die relativ viele Aufrufe haben, ne? Gerade wenn wir hier so, was war das hier, Australien oder was hast du hier? 2,4, ah, Los Angeles, okay. Da hast du natürlich relativ viel. Aber wenn wir hier nach hinten gehen, die sind auch gar nicht so schlecht. Aber ist natürlich von vor 3 Jahren. Könnten das natürlich mehr Aufrufe sein. Aber wir klicken einfach mal eins an hier, dann geht es hier wieder los. Dann gucken wir mal, ob der Stil da anders war auf jeden Fall. Und da haben wir natürlich jetzt eine 3D-Cam hier. Also wir können jetzt hier uns einmal umgucken. Das ist natürlich auch ein geiles Feature, keine Frage. Ne? Finde ich gut. Aber es wird halt nichts dazu erzählt. Ne? Das ist halt ein ganz anderes Format. Und die Dampflok ist unglaublich laut. Ich hoffe, ihr konntet mich auch noch verstehen. Finde ich aber auch ein cooles Video. Und auch hier hast du schon Suchwort optimiert. Wir klicken auch da mal drauf. Gucken mal, was passiert. Da wirst du aber leider nicht gefunden. Und jetzt schauen wir hier mal rein. Und dass du damit jetzt nicht gefunden wirst, obwohl du diese Suchwörter da drin hast, liegt hier an der Stelle an deiner Beschreibung. Weil die ist einfach nicht lang genug und du greifst die Wörter, die hier drin stehen, nicht auf. Ja? Das heißt, da kannst du noch was rausholen. Gerade bei diesen alten Videos. Du hast unglaublich viele alte Videos. Und wenn du die alle noch optimierst und dazu eine andere Beschreibung auch noch machst und die Sache mit da reinnimmst, was da gerade zu sehen ist. Ja, womit du gefilmt hast, worum es geht und was da alles zu tun ist, dann kannst du da, glaube ich, auch noch mehr Views rausholen, indem du dann damit gefunden wirst. Und mach dann wirklich so Suchwörter auch rein, dass du Schmalspurbahn 360 Grad zum Beispiel als ein Keyword machst und nicht getrennt. Dass es wirklich so eine Suchphrase ist und dann geht es da gleich noch ein bisschen mehr ab. Aber generell bin ich hier positiv überrascht auf dem Kanal. Also alles mega. Aber du hast auch schon öfter hier zugeguckt, ne? Würde mich interessieren, ob du da im Nachhinein schon ganz viel geändert hast und ich jetzt schon einen mega überarbeiteten Kanal vor mir habe. Das wäre natürlich auch spannend und dann könntest du auch im Kanal mal berichten, was sich getan hat, seitdem du das gemacht hast und so ein paar Tipps umgesetzt hast. Weil ich weiß natürlich nicht, wie der Kanal noch vor einem Monat aussah. Und da gab es auch schon sehr viele Videos. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Und dann gucken wir uns mal deine Zukunftsaussichten an und was auf deinem Kanal bis jetzt gelaufen ist. Vielleicht werden wir dann ein bisschen schlauer daraus. Und zwar kopiere ich mir das und dann gehen wir hier mal auf Social Blade rüber. Der Social Social Blade. Blade Und jetzt Check. suchen wir doch mal hier deinen Kanal und gucken mal, welche Infos wir denn da finden. So, Social Blade. Und wir können sehen. Also hier ist auf jeden Fall eine Steigerung drin, ne? Die fällt schon mal auf. Ne? Hier war auch so ein fetter Peak drin. Da kamen vielleicht ein paar mehr Videos und so weiter. Aber generell war es hier vorher so ein bisschen lauer, ne? 500, 412 Views in einer Woche. Und hier sind wir nachher bei 700, 600 Views. Also hier ist schon so eine Steigerung drin. Gab es davor auch. Wir machen mal die detaillierte Statistik und gucken mal, was denn hier so im letzten Monat passiert ist. Und im letzten Monat gibt es hier natürlich so ein bisschen Steigerung, gerade jetzt hier so in den letzten Tagen, wenn wir da reingucken, ne? Da ist einiges passiert. An dem einen Tag hast du 1431 Views gekriegt. Kannst ja mal reinschreiben, was da passiert ist, wo die herkommen. Aber wir sehen natürlich auch hier an der Stelle, ne, dann sind es 323, 253, 273
Und davor waren wir hier so im 100er-Bereich. Also ich würde fast meinen, du hast irgendwas geändert, dass sich das so drastisch innerhalb von 3 Tagen dann hier auch geändert hat. Das würde mich mal interessieren, was da passiert ist. Schreib es einfach mal in die Kommentare. Aber generell sieht deine Zukunftsaussicht, ne, wenn ich mir das Ganze so anschaue und dein Kanal an sich selber, du bist ein sympathischer Typ und es kommt gut. Und da kann auf jeden Fall wesentlich mehr gehen. Und das sagt uns auch Social Blade, wenn auch sehr wahrscheinlich etwas verzögert. Weil Social Blade sagt, du brauchst noch 131 Tage, um 250 Abonnenten voll zu machen. Ich denke, so wie der Kanal jetzt gerade ist, geht das wesentlich schneller. Und ich denke, dass du da in einem Monat maximal angekommen bist. Eher weniger. Ne? Weil aktuell, wenn ich mir hier so die Sachen angucke, hier deine Zusammenfassung, was da so in den letzten Tagen passiert ist, bekommst du so im Schnitt am Tag 2, 3 Abonnenten. Und dann sind 100 Abonnenten innerhalb von einem Monat voll. Das geht ratzfatz. Und so wie das aufgebaut ist, die Videos sind interessant, ne? Und die müssen halt nur gefunden werden in der Suche. Bei dem einen ist das der Fall. Und kann jetzt leider nicht die Statistik von dem einzelnen Video sehen, aber das wird interessant, was denn da passiert. Wir gehen jetzt mal ins Fazit rein und dann Das sage ich Fazit. mal, was ich denn so generell, ne, fassen wir noch mal kurz zusammen. Also, das ist ein netter Kanal, der ist optisch richtig schön aufgebaut. Banner finde ich geil, passt auf Smartphone drauf. Das Bild hier passt auch mit dazu, ne, du hast immer deinen Wiedererkennungswert dabei. Den Kanaltrailer fand ich auch richtig gut, ne? Der ist schön gemacht worden. Ich würde nur die Beschreibung da am Rand so ein bisschen anpassen und die Leute so ein bisschen an der Hand nehmen vom Text her, wo es hingeht auf deinem Kanal, dass das da auch in der Beschreibung so ein bisschen genauer drin steht. Auch direkt hier am Anfang, ne? Dass man sehen kann. Und Thumbnails finde ich gut, vielleicht ein bisschen anpassen, dass man die Schrift noch ein bisschen besser lesen kann. Auch bei diesen kleinen unterwegs in Niedersachsen Sachen, die du hier hast. Weil da steht hier unten drunter dann auch ganz klein so Sonnenaufgang. Ich kann das jetzt lesen. Viele werden das auch lesen können und das alles gut zu sehen. Die sind alle einheitlich, die passen alle zum Design. Aber generell finde ich die Schrift hier noch ein bisschen klein. Also da könnte man ein bisschen was tun und vielleicht ein Stückchen nach oben setzen, weil du siehst hier, der Turm hier, der ist so ein bisschen abgekattet durch die Uhrzeit hier. Da kann man dann an der Stelle noch ein bisschen verbessern. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Also gerade finde ich das richtig gut. Auch hier Australien 1, 2 und 3 ist zwar gut, wenn du solche Sachen hast, könntest da aber auf dem Thumbnail noch draufschreiben, was ist, wo du dich gerade befindest oder das auf der Karte markieren oder so, ne, dass die Karte von Australien da ist und du dann einen Pfeil drauf machst, wo du dich gerade befindest mit einem Ort, der daneben geschrieben ist und dann machst du Teil 1, Teil 2 oder Teil 3. Aber generell sehr, sehr cool. Ich denke, wenn du noch die Beschreibung von den anderen Videos anpasst und die Texte ein bisschen anpasst, werden deine älteren Videos auch wieder mehr Zuschauer machen, sodass du im Schnitt einfach wesentlich mehr Zuschauer bekommst. Und jetzt bin ich total gespannt, was im Chat los ist, ob irgendwas passiert ist, ob du schon geschrieben hast. Und dann schauen wir jetzt mal darüber hier. Oh ja, da geht richtig hier. Ich sehe ganz viel. Gucken wir mal. So, zack, zack. Oh ja, immer hier. Was läuft denn bei euch hier? So viel kann ich ja gar nicht lesen. Hobbykoch. Ja, so, da schreibt da einer: Servus, was verpasst? Nee, nicht verpasst. Ich gehe mal runter. Ja, den Sprüdi gibt es nur einmal. Das ist ganz richtig. Wie gesagt, Kanalname ist eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr über den Kanalnamen nicht gefunden werdet, sondern immer 20 andere, nutzt euch das nichts. Und jetzt haben wir, hier leuchte ich hier. 20 Uhr ist eine ungünstige Zeit. Da muss ich eigentlich so mit dem Dreh und Hund raus. 21 Uhr liegt da was besser. Werde mich gleich mal für eine halbe Stunde verabschieden müssen. Ja, das tut mir leid. Zuschauerbindung 30% ist gar nicht schlecht. Also beim 10-Minuten-Video sind 30% gar nicht schlecht. Kannst du vielleicht, musst du ausprobieren, was da besser geht oder sonst irgendwas. Probier es einfach aus. Mach mal ein Video mit einem kürzeren oder sowas, um so ein bisschen rauszuholen. Aber 30% finde ich an Zuschauerbindung ist schon ordentlich bei so einer langen Videos. Ne? Mein letztes Video wurde in einer Facebook-Gruppe geteilt, dadurch ungewöhnlich viel Zuschauer in kurzer Zeit, plus 8 Abos. Ja,
Generell kannst du die ja immer in Facebook-Gruppen teilen, ne? Das könnte auch für dich ein Marketing-Instrument sein. Viele von euch haben auch den Kanalcheck über eine Facebook-Gruppe gefunden, weil ich einfach die Spam-Maschine anwerfe, bevor ich den Kanalcheck starte. Also wenn es da relevante Gruppen gibt oder Foren gibt zum Beispiel, wo deine Videos ankommen würden, wo du selber aktiv bist, scheu dich nicht, die da zu posten. Wenn die Leute das gucken wollen und die interessiert das und das ist keine Belästigung, sondern dass die glücklich sind, dann auch mal so ein Video zu sehen, das ist genau der Platz, wo du das reinschreiben kannst. Und wenn es dadurch mehr Zuschauer gibt und Abonnenten, ist es super. So. Jetzt fragt hier einer hier, so, was hier runterladen? Irgendwas Probleme? Direkt über Blackmagic, vielleicht klappt das ja. So, jetzt haben wir deinen Namen. Ich habe zwei Videos mit Abspann oder Endcard versucht, aber ich habe zu Zeit einen alten Notebook. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, also Videoschnitt auf alten Notebooks oder Laptops ist echt schwierig. Das kann ich euch sagen, das geht nicht so gut. Ich habe deine. Und dann ein bisschen optimiert. Ja, das ist doch schön, wenn du da optimiert hast. So, wem filmst du jetzt und was? Ach so, ihr helft euch alle gegenseitig. Jetzt filme ich mit einer No-Name China Webcam. Zu meinem Geburtstag bekomme ich aber eine Webcam von Microsoft Livecam Studio 1080p. So, das ist doch super. Beast. Hi Beast. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ein bisschen Stress in den letzten Tagen, aber so ist das so, ne? Ich habe eine schwangere Frau, wisst ihr? Da ist man nicht immer ganz so ruhig. Da muss man mehr Sachen machen. Hier muss noch vorbereitet werden fürs Baby. Der Marcel hat etwas Stress, aber der macht trotzdem Kanalchecks. Kriegen wir alles hin und meine Frau freut sich, dass sie jetzt auch die Ruhe von mir hat. Das ist ganz gut. So. Der Stream war ursprünglich für 11 geplant. Dann war der Stream für 14 Uhr geplant und dann musste ich ihn auf 20 Uhr legen, weil ich heute Morgen eine Sicherheitsunterweisung hatte in der neuen Firma, wo ich anfange. Danach musste ich nach IKEA ein neues Bett kaufen, wie das halt so ist. Dann musste ich noch Schrott wegbringen. Ich musste noch ein bisschen einkaufen und dann muss ich auch noch den Stream hier vorbereiten. Also war 20 Uhr das Früheste, was ich hingekriegt habe. Und dabei habe ich mich schon ein bisschen abgehetzt. Aber hat alles super geklappt. Macht aber nichts. So, du hast vor kurzem deine Kanal-URL geändert. Geändert oder festgelegt? Weil du kannst sie eigentlich nur einmal festlegen. Sobald man die ändern kann, sag mir bitte Bescheid. Dann ändere ich meine auch. Ja? Crazy Romeo 24 geht mir total auf den Sack. Aber das ist 13 Jahre her und ich war jung und ich brauchte das Geld. Wisst ihr Bescheid? Ja, so ist das. Ich trinke jetzt hier mal kurz so ein Stückchen. Dann machen wir eine ganz kurze Pause, ne? Der kleine Dicke muss nämlich mal wieder eine rauchen gehen. So schön ungesund, ne? Wie das halt so ist. Und dann gucke ich wieder in den Chat rein. Wie findet ihr eigentlich hier mein neues Frame hier im Hintergrund? Ich habe gedacht, ich mache mal so YouTube in den Background rein. Wollte da jetzt so ein bisschen rumstimmen, wenn ihr euch fragt, warum das so ist. Ich habe mit Reviews angefangen. Und da wollte ich einen anderen Background haben und habe damit einfach mal so ein bisschen rumgespielt und deswegen habe ich den jetzt. Ja, Crazy Romeo. Crazy Romeo 24. Ich war 24, den Kanal aufgemacht. Ja, ist dumm. So war das damals. Ah. Ja, gerne, gerne. Ja, alles gut. Hab noch 3 Monate Zeit. Wird alles gut hier. Ne? Spaß. Aber die ist auch fit, ne? Kleinen geht's gut, mir geht's gut. Ist halt alles ein bisschen stressig in letzter Zeit. Bin froh, dass ich gerade noch 2 Wochen nicht richtig zur Arbeit muss, sondern erst ab 2.6. 1.6. ist ja frei. Und ja, im August werde ich dann Papa. Ich freue mich. Kleines Mädchen. Yippie. Ja, so, rauchen. Rauchen wollte ich hier. Ich lese dir die ganze Zeit den Text. Schreibt ruhig fleißig weiter. Ja. Wenn ihr einmal dabei seid und ich gerade rauchen bin hier, like den Stream. Ganz wichtig. Liken. So. Bis gleich. 2 Minuten.
So, da bin ich schon wieder. So, ich verquatsche mich ja so gerne. Wir kommen jetzt auch zum nächsten Kanal, und zwar zum Bena. Deine Tochter kam 2 Monate zu früh. Jetzt mal nicht den Teufel an die Wand hier. Mach mal keine Sperze mit. So. Ja. Zum Bena kommen wir jetzt. Da freue ich mich drauf. Der hat mir ganz viele Kanalstatistiken geschickt und so weiter. Ordentlich sortiert. Das ist quasi so das Musterbeispiel, wie ich gern Kanalstatistiken hätte. Ja, für die Leute, die gerne am Kanalcheck teilnehmen wollen. Ich meine, ich werde das Format ein bisschen umstellen. Ab 1.7. Und ja, ihr könnt euch schon mal freuen. Ich habe jetzt ein paar Tage sturmfrei. Das heißt, es gibt am Mittwoch einen Kanalcheck, es gibt am Donnerstag einen Kanalcheck, es gibt am Freitag einen, am Samstag einen und am Sonntag einen. 5-mal Kanalchecks. Ich werde 5 Kanalchecks abarbeiten, die noch in der Liste drin sind. Wenn ihr die Leute kennt, die da drin stehen, dann sagt denen bitte Bescheid. Ich werde die alle so ein bisschen abdrehen und probiere auch alle zu erreichen. Weil ich halt, wie gesagt, ab 1.6. wieder abarbeiten muss. Ja, abarbeiten muss ich dann auch ganz viel. So. Ja, machen wir mal weiter. Ne? Wir gucken uns den nächsten Kanalcheck an. Für die, die gerade neu dazugekommen sind, hier nochmal die Info, wie es geht. Hier Marcel mit langen Haaren. Sagt euch, was ich hier überhaupt mache. Und so wird geprüft. Der erste Eindruck zählt. Ich schaue auf eurem Kanal vorbei und gucke, ob er mir gefällt. Rein optisch, mehr gar nicht. Danach auf dem Smartphone, wie wirkt der Kanal dort auf mich? Ist der Banner ordentlich zu sehen? Sind die Thumbnails schön zu erkennen? Anschließend gucke ich im Kanaltrailer vorbei. Gibt es einen, gibt es keinen? Ist er gut, ist er schlecht? Hat er Endcards, hat er nichts? Das werde ich alles feststellen, um dann mit einem Videocheck weiterzumachen. Ich nehme euren letzten Upload und schaue, wie ist das Bild, wie ist der Ton und wie gefällt mir der Inhalt generell und wie kommt ihr rüber? Ist alles positiv, kann man damit was anfangen und hat das Ding ja trotzdem keine Views, schauen wir in der Video-SEO-Check vorbei, der Suchmaschinenoptimierung. Weil nur wenn ihr in der Suche gefunden werdet, bekommt ihr auch Klicks bei YouTube. Anschließend gucken wir noch bei Social Blade vorbei. Dort können wir eure aktuellen Statistiken sehen und eure Zukunftserwartungen. Und ich bin sehr gespannt, wie es da ausschaut. Und zum guten Schluss gibt es meinen Senf obendrauf. Ich sage euch, was ich von eurem Kanal halte, wie ich die Zukunftsaussichten sehe, was meines Erachtens verbesserungswürdig ist. Nochmal schön zusammengefasst. Und dann sind wir auch schon durch. Der erste Eindruck. So. Bena 27 hat einen Kanalbanner. Sieht schon mal gut aus. Videos zu FIFA Karrieremodus und echten Fußball. Uploads immer Donnerstag 13:30 Uhr. Dann haben wir Dr. Edgar 27 auf Instagram. Bei YouTube Günther Pringels. Wer ist Günther Pringels? Finde ich witzig. Und YouTube Tech Benjamin. Sind das Freundeskanäle, die da noch mit runterstehen? Oder wie ist das Ganze gedacht? Das würde mich interessieren. Schreibt das mal in den Chat rein hier. Generell zum Banner. Der ist natürlich sehr, sehr schlicht gehalten. Man könnte da jetzt noch so ein paar FIFA-Bildchen im Hintergrund machen, dass man das so ein bisschen mehr erkennt. Und der hat natürlich unglaublich viel Text drin, dadurch, dass du hier unten auch noch hier Günther Pringels und so weiter mit verlinkt hast. Die Frage ist, was ist das und muss das da rein? Das ist vielleicht ein bisschen viel, ne, an der Stelle. Aber kann man machen. Ich finde ihn rein optisch. Beißt er sich ein bisschen hier mit der roten Umrandung und dem Blau. Natürlich sind das Komplementärfarben, ne? Rot auf Blau, schmückt wie Sau oder andersrum. Kann man machen, ist aber natürlich rein optisch nicht so schön und wirkt eher so ein bisschen wie früher so ein Retro-Channel hier, ne? C64-Dinger, die man testen möchte. Dafür würde das eher passen, weniger zu FIFA. Dann würde ich da eher wirklich so ein bisschen in FIFA packen Ball mit rein oder sonst irgendwas. Pack so ein altes Spielekonsolen-Pad mit rein. Das wäre eine coole Idee im Banner, dass man das so im Hintergrund macht, dass es damit aufgebaut ist. Wäre vielleicht eine Möglichkeit als Anmerkung. Dann gucken wir mal weiter runter. Du hast schon 102 Abonnenten. Das heißt, du hast die magischen 102 Abonnenten geknackt. Wir gucken mal hier in die Channel Analytics rein, dass wir wissen, wie viele Videos du schon drin hast. 12 Videos.
Videos und 1720 Views. Das heißt, ein bisschen mehr als 100 Views pro Video im Schnitt. Das ist doch gar nicht schlecht. Das ist ein guter Start. Diesen Monat gab es 6 Videos, also in den letzten 30 Tagen, und da wurde auch ein Großteil deiner Views gemacht. Das heißt, du hast da auch schon sehr viel richtig gemacht, weil ansonsten wäre das nicht so, dann hättest du nicht diese Masse an Zuschauern da gekriegt. Ne? Wenn wir sehen, dass 6 Videos da im Prinzip neue 1200 Views gemacht haben, oder halt die alten auch ein bisschen mehr mit, dann ist das schon ganz cool. Ne? Da ist einiges schon bei rumgekommen. Dann gucken wir noch mal, was wir haben. Es gibt keinen Kanaltrainer, ja. Dann haben wir hier 10 Tipps für FIFA, FIFA DSL Traumtor von Kevin Bo von der Mittellinie, unbekannte Spieler, die ihr unbedingt für den FIFA, FIFA 21 Wünsche, Karrieremodus Teil 4, Verbesserungswünsche, auch ein witziges Ding, ne? Kommt gut an hier mit 160 Views, und dann sind die hier unten nochmal Verbesserungswünsche Teil 1, Teil 2, Teil 3, 3, 4, ja, ist gut sortiert. Was haben wir hier unten noch? Schönes Fallrückzieher-Tor von Harry. Ach, da hast du so ein paar Tore dann zusammengeknallt. Okay, das ist ganz gut. Dann haben wir hier deinen Hauptkanal, Benjamin Nauhan. Mein Technik-Tutorial-Kanal. Ah, Tech Benjamin. Mein alles mögliche Kanal, Günther Pringels. Also du hast direkt 1, 2, 3, 4 Kanäle. Alter Schwede. Mach da erstmal einen. Entschuldigung, aber das ist halt wirklich, also vier Kanäle ist unglaublich Aufwand, das zu betreuen. Ich betreue gerade 2 mit dem Geburtstagskanal und dem Computerkumpel. Und ich könnte jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, bis 3 Uhr nachts dran arbeiten, und ich hätte noch nicht alles weg. Ich beantworte auch jeden Kommentar, das empfehle ich grundsätzlich. Aber wenn ich jetzt 4 Kanäle hätte und ich möchte 4 Kanäle hochziehen, alter Schwede, das ist aber ein Haufen Arbeit. Also da muss ich erstmal Zeit für haben. Machen wir mal so ein bisschen weiter. Ich finde die Thumbnails, finde ich ehrlich gesagt, ganz schön. Die sind so ein bisschen auffällig auch gemacht, ne? Die fallen zumindest auf, aber halt immer mit sehr, 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 sehr viel Text drauf. Probier die Thumbnails so ein bisschen zu minimieren. Ja, dieses Tor von der Mittellinie finde ich cool, ne? Mit diesen 50 Yards, ja, oder 50 Meter, aber wer weiß, was 50 Yards sind in Deutschland, und deine Videos sind auf Deutsch. Deswegen würde ich da gucken, dass ich da nicht 50 Yards reinschreibe, sondern 50 Meter oder kann, ich weiß gar nicht, wie viel ein Yard ist. Ne? Da fängt schon an, der unwissende Computerkumpel. Das ist so. Aber dafür gibt es einen Google-Umrechner. Ne? Der rechnet das um. Kann man Yards in Meter umrechnen und so. Total praktisch. Aber da ist es natürlich, du hast sehr viel Text dann hier draufstehen, auch hier, ne? Relativ unbekannte Spieler in FIFA, die ihr kennen solltet. Ja? Relativ könnte man schon rausnehmen, ja, dann könnte man einfach unbekannte Spieler oder um prominente Spieler völlig wurscht, aber dass du hier den Text wirklich einkürzen musst. Ja? Oder No-Name-Spieler in FIFA, die solltet ihr aber kennen. Und dann nimmst du das da, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen reißerischer und den Text ein bisschen kürzer. Du kannst es dann in die Beschreibung reinmachen. Das heißt, die Leute lesen ja immer, gucken zuerst auf Thumbnail, lesen dann vielleicht noch den Titel und dann klicken die aufs Video drauf. Aber wenn du zu viel Text im Thumbnail drin hast, schreckt es eher ab, weil die Leute dann nicht visuell entscheiden müssen, sondern müssen den Text lesen, und dann überscrollen das schon ganz viele. Das nur so am Rande als kleiner Tipp. Aber es sieht alles in allem, sieht es sehr nett aus. Nur du hast die Thumbnails hier auch schon richtig gut weitergemacht. Öffnen geheime Spielerpacks und so. Ich kenne mich mit dem Game gar nicht aus. Ich habe FIFA 99 gezockt. Kennt ihr noch FIFA 99? Das war das, wo man immer zur Außenlinie laufen musste. Dann wieder ein Stückchen zurück, dann wieder nach vorne. Dann hat man alle Spieler abgehängt und konnte einfach aufs Tor laufen. Hat noch einen Schlenker gemacht und der Ball war immer drin. Immer. Ja, da konnte man Spiele machen, 20-0, kein Problem. Wenn man diesen einen Trick wirklich zu beherrschen konnte oder nach vorne zurückpassen, dann war man auch durch. Das hat immer geklappt. Da konnte man auch auf ultra hart alles durchspielen und immer 20-0 gewinnen, wenn man das konnte. Boah, war ich da gut drin. PlayStation 1 noch. Erinnert ihr euch? Seid ihr alle schon so alt? Kennt ihr noch die PlayStation 1? Irre, ich habe letztens noch eine gefunden. Ich habe noch eine hier, die funktioniert. Mit FIFA 99. Ja, okay.
So viel dazu zu meiner Zockererfahrung. Wir haben hier noch so ein bisschen so die Stats, ne? Wir können hier sehen, du machst am Tag so 54 Zuschauer, 88, ne? Schwankt immer mal so ein bisschen, aber sieht an sich ganz gut aus. Und hier ist auch so eine leichte Kurve nach oben auf jeden Fall drin, dass es hier so ein bisschen weitergeht. Smartphone-Ansicht können wir machen. Gucken wir jetzt einfach mal rein. Und dann sehen wir auch mal, ob du da gut gefunden wirst oder ob der Name Bena auch noch so ein bisschen zu viel ist oder von anderen Leuten genutzt wird. Das sagt das Smartphone immer ganz schön, gerade wenn man dann nur nach einem Namen sucht. Und dann gucken wir mal, Bena 27. Such. Und wir finden nur dich. Und aber Videos von anderen Leuten. Ne? Also wenn ich jetzt Bena 27 suche, Zer Bena 27, das ist irgendwie ein Monat oder so, ne? Oder ist Zerbena der Typ, der da am Quatschen ist? Das kann ich nicht sagen. Ich habe da keine Ahnung von. Aber wir klicken da einfach jetzt mal auf deinen Kanal drauf. So, dein Kanalbanner kommt da gut rüber, ne? Der ist da. Aber wie gesagt, es ist unglaublich viel Text da drauf. Gerade bei Bildern empfiehlt es sich, mit Bildern zu arbeiten und durch Bilder Informationen rüberzubringen und nicht durch Text. Ja? So, wenn du jetzt hier zum Beispiel drin stehen hast, Videos zum FIFA-Karrieremodus und zum echten Fußball, könntest du zum Beispiel auch Bilder von FIFA reinmachen, ja, vom Karrieremodus so ein bisschen einbauen und dann machst du Versus und dann nimmst du hier Original Football und machst so einen richtigen Ball mit irgendeinem Spieler, wo du Gesicht verpixelst oder sowas rein, dass du da so eine Mischung machst. Das fände ich, glaube ich, ganz cool und dann dafür den Text raus. Also weniger Text ist mehr. Ich weiß, bei mir steht auch noch zu viel drin, ne, wenn ich bei mir reingucke, aber da kannst du viel mit rausholen. Dann Kanal-Trailer wäre cool, wo du den Leuten noch genau sagen kannst, dass du das hast. Der ist gerade nicht da, aber ansonsten kommen die Videos hier auch in diesen Thumbnails, die du hier hast. Man kann die alle gut lesen. Ne? Das ist schon mal der Vorteil. Also du hast die Schrift so gewählt, dass man die gut lesen kann. Da stimmen die Kontraste. Ich kann alles hier ordentlich lesen. Und deswegen würden die Leute auch draufklicken. Aber du siehst selber, was kannst du tun, wenn der FIFA-Karrieremodus langweilig wird. Ne? Die Thumbnails sind gut. Du könntest ja auch einfach schreiben, FIFA-Karrieremodus langweilig, Fragezeichen. Und dann machst du hier unten in den Text, was kannst du tun, wenn der FIFA-Karrieremodus langweilig wird. Dann passt es, ne? Dann haben die Leute dieses Ding zusammen, haben aber im Thumbnail weniger Text und du hast mehr Platz für andere Sachen und kannst die Bilder noch ein bisschen größer machen. Ich finde dieses gelangweilte Smiley hier eigentlich ganz cool. Ja. Gut, schauen wir uns mal dein erstes Video an. Also wir gehen mal rüber und gucken mal ein Video. Video-Check. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet im Video-Check. Da du dieses Video hier oben gefeatured hast und keinen Kanal-Trailer hast, nehmen wir doch einfach dieses Video. Vor einer Woche gepostet, dann gehen wir da einfach mal drauf. So. Und dann machen wir den Ton mal laut, damit wir dich auch verstehen können. Und dann gucken wir mal, was dabei passiert. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bena27. Heute stelle ich euch ein paar unbekannte, aber trotzdem gute Spieler vor, die ihr vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm habt. Die aber trotzdem eine gute Alternative zu den ganzen Standardtalenten wie Havertz, Valverde, De Ligt oder auch Ansu Fati sind. Vielleicht kennt ihr zwar den einen oder anderen Spieler, vielleicht kann ich euch aber auch ein paar neue Spieler weitergeben. Okay, also erstmal finde ich es mega gut, dass du vorne vor der Kamera bist. Ne? Ich habe eben gelesen, du kriegst auch noch eine neue Webcam, aber für die Webcam, die du hast, ist das Bild wirklich gut. Ne? Ich habe eben irgendwas von Billy-China-Webcam gelesen, womit es machst. Aber man kann halt auch sehen, auch mit einer Billy-China-Webcam ist das Bild auf jeden Fall gut genug, wenn es ordentlich gewählt worden ist. Ne? Du hast auch da sehr viel richtig gemacht. Nämlich dein Bett im Hintergrund ist gemacht. Es sieht alles ordentlich aus. Dein Zimmer ist kein Chaos. Da liegt kein Müll rum oder sonst irgendwas. Sondern du hast so einen schönen Background geschaffen. Ich würde es vielleicht vorm Schrank machen, damit der Blick nach hinten nicht ganz so tief ist. Aber generell alles gut. Auch, dass du die Leute am Anfang abholst, ist eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Und denen direkt erklärst, hi, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch in dem Video das und das und das. Das heißt, die Leute wissen in den ersten 20 Sekunden, was in deinem Video passiert. Oder 15 Sekunden, was in deinem Video passiert. Und können sich dann entscheiden, ob sie da weiter gucken möchten oder nicht. Wenn sie extra dafür draufgeschaltet haben, nämlich für die 10 unbekannten Spieler, die man unbedingt kennen muss, dann werden sie auch an der Stelle weiter gucken, weil sie gerne wissen möchten, was denn da los ist. Also das hast du gut gemacht. Ich klicke jetzt mal hier so ein bisschen durch. Und also Safe Love kann ja
er eben auch nicht so leicht abgeschüttet werden, weil er eben er kann auch. Ja. Was blendest du dir hier eigentlich ein? Ich muss mal eben kurz hier durchblättern, was denn hier passiert. Ne, ihr seht hier diesen kleinen Screen, dass ich da so ein bisschen was gezeigt kriege. Ach, da ist was. Das wollte ich wissen. Mega. Was ich gut finde, ist, dass du dieses da einblendest. Das ist wirklich cool, dass das drin ist. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, dass du diese Sachen mit reinmachst. Aber mach die nicht über deinen Kopf, schieb die nach unten oder nach oben, ja, damit dein Kopf weiter zu sehen ist, weil so bist du hier so ein bisschen zensiert und das muss gar nicht sein, weil hässlich bist du nicht, ne? Kommst gut rüber vor der Kamera, kannst flüssig reden, dementsprechend darf man dich auch sehen und du musst dich da nicht wegmachen und du könntest in der Zeit, wo du über diesen Spieler redest zum Beispiel, könntest du das Bild von dem Spieler oder es gibt doch auch diese Trading-Karten und so weiter, du könntest dir zu den einzelnen Spielern die Trading-Card raussuchen und die unten einblenden, weil da die meisten Stats ja schon mit draufstehen und dadurch wirkt es dann noch ein bisschen interessanter, ne? Dass du einmal dieses hier machst, dass es einblendest und dann machst du noch die Trading-Card noch in der Ecke mit dabei. Aber generell finde ich das sehr cool gemacht. So, was haben wir hier hinten noch? Hier hinten kommt noch irgendwas. Hier war noch so eine Gesamtübersicht, glaube ich. Gerade habe ich irgendwo gesehen. Da war irgendwo, war hier ein dickerer Balken. Da. So. Ah, dann zeigst du auch noch, wie denn die einzelnen Stärken sind und so weiter. Ja, das ist auch cool. Du könntest das an der Stelle, wenn du jetzt auch... Redest du auch darüber? Ja. Das ist cool. Also, du zählst diese ganzen Sachen ja auf. Blende die am besten dann an der Stelle so ein bisschen ein. Ne? Das finde ich eine coole Sache. Ich vibriere hier irgendwo. Was ist los? Habe ich irgendwas geschafft hier? Ich habe 10.000 Schritte voll gemacht, weil ich die ganze Zeit so mache. Ja, herrlich. Ne, man muss bloß so einen Block machen, ein bisschen mit der Hand rumwackeln. Dann kriegt man auch die 10.000 Schritte voll, Leute. Macht das nach, das ist geil. Immer, oh, das ist auch die rechte Hand. Na ja, aber das habe ich heute noch gar nicht hier. Doch, ah, hier, ich habe auch mit rechts getrunken und so. Könnte ich auch nochmal machen. Aber generell finde ich das ganz cool, wie du das machst. Weil das ist ja schon sehr, sehr weit. Ne? Du bist sehr gut vorne vor der Kamera, guckst in die Kamera rein, redest sehr flüssig, hast dir deine Notizen unten reingemacht. Das ist eine coole Nummer. Und du machst auch diese Einblendung rein. Ich würde die halt nur optisch noch ein bisschen anders positionieren. Aber grundsätzlich ist das cool gemacht. Ne? Auch, dass du diese Statistiken hier reinmachst, dass du reinmachst. Du könntest die auch so nach und nach einblenden, dass du zuerst die eine Seite machst, ne? Die dann so von der Seite reinfliegt, so ein Stückchen. Ich habe mal so ein Animationsvideo gemacht da, wie man so Animationen mit Shotcut zum Beispiel erstellt. Dass du sowas einfach machst, dass du die Karte so ein bisschen aufteilst und dann zuerst Offensiv und Mentalität einblendest, während du darüber redest. Dann redest du über Technik und Defensive, blendest das an der Seite ein, dass es immer so ein Stückchen von der Seite reingeflogen kommt. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, aber ich finde, das Video ist erstmal sehr, sehr ordentlich. Du hast auch eine Endcard hinten drin. Also da gibt es nicht viel zu meckern. Das sind halt nur so kleine Tipps, die man verbessern könnte. Ne? Also wie ich es machen würde. Aber du machst das schon sehr, sehr gut. Und ja, der Erfolg gibt dir recht. Ne? Vom 7. Mai gepostet. 187 Zuschauer schon gehabt. Bei 103 Abonnenten. Es wurde auch nicht groß bei Facebook geteilt oder so, wenn man das hier sehen kann. Das ist ja alles schon offen hier, obwohl ich noch nicht im SEO-Check drin bin. Ne? Aber wir können hier schon sehen, bei Facebook nicht geteilt. Und wir gehen jetzt auch mal zum SEO-Check rüber, weil mich jetzt auch interessiert, wo die Zuschauer herkommen hier. Also, zack. Suchmaschinenoptimierung. Ein Stückchen getrunken und sowas. So, also SEO-Check. Irgendwo müssen deine Zuschauer kommen. Herkommen. Und deine Zuschauer kommen erstmal auf jeden Fall vom Titel, ja, weil 10 unbekannte Spieler, die ihr unbedingt für den FIFA-Karrieremodus kennen müsst, ist ein sehr guter Titel, weil es die Leute neugierig macht, da drauf zu klicken. Dann kommt das Thumbnail mit dazu, wo der gleiche Text nochmal drin steht. Wie gesagt, ich hätte es einfach nur ein bisschen kürzer gemacht mit weniger Text und mehr Bildaussage drin. Aber das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Würde mich auch interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt das mal in die Kommentare. Die Thumbnails fallen nämlich auf jeden Fall auf und sind ja catchy, sodass man draufklicken will. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. So, dann hast du hier auch viele Kommentare. Ne? Finde ich auch richtig gut, dass du da auch Feedback von Chris,
auch von anderen Kanälen hier, Sports Gamer und keine Ahnung was. Finde ich richtig gut. Auch der Spieltag vor einer Woche. Ja, Musik im Hintergrund steht ja. Könntest ein bisschen Musik im Hintergrund machen. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Das könnte man auch tun, um dann noch ein bisschen aufzuwerten. Aber bei Musik im Hintergrund ist es so, es ist ein guter Tipp. Jetzt ist deine Stimme noch relativ hoch, weil du noch relativ jung bist. Und du kannst die Stimme, so eine hohe Stimme, nicht so schön von Musik abheben lassen. Mit so einem Kompressor zum Beispiel. Wenn ich das machen würde, ich habe jetzt auch hier im Hintergrund einen Kompressor laufen, dass meine Stimme auch, wenn ein Video läuft, einfach ein bisschen mehr betont wird als das Video zum Beispiel, damit es sich vom Video abhebt. Das ist bei einer hohen Stimme relativ schwierig, weil es dann immer so ein bisschen künstlich klingt. Deswegen ohne Musik ist auch absolut in Ordnung. Es muss nicht unbedingt Musik sein, obwohl es kostenlose natürlich bei YouTube drin gibt, die man da auch für benutzen kann. So, machen wir aber mal hier weiter, ne? Das ist ja wirklich das Interessante, was wir hier haben. Wo kommen denn diese 187 Zuschauer und 43 Kommentare und 33 Daumen nach oben her? Also, das ist ja schon mal eine Leistung auf jeden Fall für das Video. Das muss man einfach mal festhalten. Und es ist auch gut, dass es so ankommt. Mit Facebook hat deine Generation wohl nichts mehr zu tun, weil da ist es nicht geteilt worden. Kann ich verstehen. Ich teile auch bloß bei Facebook noch, weil da Leute online sind. Dann hat dein Kanal 1,72 Tausend Zuschauer, 103 Abonnenten, 12 Videos. Du hast diese Basics hier erledigt, ne, mit hochauflösenden Thumbnail. Infokarten sind drin, Endscreen ist drin, Untertitel wurden automatisch erkannt und sind auch drin. Und dann hast du deine Tags hier. Und wir gehen einfach mal da drauf und sagen mal Show Search Results. Und dann können wir hier sehen, 10 unbekannte Spieler in FIFA. Unterbewertete Spieler, da hast du leider dich verschrieben. Da steht Spieler. Da muss ein E noch mit rein. Dann wirst du damit vielleicht da auch noch gefunden werden, weil danach vielleicht keiner sucht hier. Deswegen taucht es in der Suchanfrage nicht auf. Das musst du mal ausprobieren. Aber generell wirst du sehr wahrscheinlich gefunden. FIFA, diese Spieler müsst ihr kennen. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute in der Suche eintippen, FIFA, diese Spieler sind besonders gut oder sonst irgendwas und es wird dann auch vorgeschlagen, müsst ihr kennen. Und beim müsst ihr kennen, landest du auf Platz 6 und daher kommen sehr wahrscheinlich deine Zuschauer, die du hier hast. Das heißt, deine Suchmaschinenoptimierung an der Stelle hat funktioniert, du wirst da gefunden, du hast aber noch jede Menge Zeichen über, das heißt, du kannst da noch mehr reinmachen. Ja, du könntest einfach nicht nur 10 unbekannte Spieler in FIFA mit dabei machen, sondern du könntest auch unbekannte Spieler in FIFA oder gute unbekannte Spieler in FIFA, dass du solche Suchanfragen auch noch mit reinkriegst und dann kriegt dein Video noch mehr Zuschauer, wenn du die noch mit reinpackst. Und das nimmst du halt dann auch hier in der Beschreibung auf. Wie gesagt, ich würde den Titel so komplett lassen, der ist wirklich gut. Und jetzt hast du hier in diesem Video stelle ich euch relativ unbekannte Spieler in FIFA 20 vor. Viele gehen auch für andere Teile. Ja, das ist schon mal gut. Packt das 20 vor das FIFA und macht das. Viele gehen auch in FIFA und dann nennst du FIFA 2019, FIFA 2018 und so weiter, dass du einfach spezifische Sachen mit reinpackst. Genauso wie du das hier auch hast. Ne? Du hast hier auch FIFA 21 zum Beispiel mit draufstehen oder FIFA Talente hast hier noch mit drin stehen. Und dann hast du hier, die euren Verein bestimmt weiterbringen werden. Ich habe hier eher unbekannte Spieler aufgezählt und nicht nur die Standardtalente. So, und wenn du das noch alles so ein bisschen mehr ausschmückst, noch so ein paar mehr Zeichen machst, hier mehr Text reinmachst, wird dein Video noch besser in der Suche gefunden und dann gibt es noch mehr Zuschauer. Und das kannst du natürlich auf deinen anderen Videos, die du drin hast, auch noch alles ändern, dass du dann noch so ein bisschen mehr rausholst und dann machst du auch noch mehr Zuschauer als jetzt aktuell deine 50 oder was waren es am Tag? 50 bis 100 Zuschauer am Tag? Das war ja schon relativ viel, was wir gerade gesehen haben. Und das sieht schon richtig gut aus. Wir gucken uns mal deine Zukunftsaussichten bei Social Blade an. Schauen wir doch mal, was Social Blade zu deinem Social Kanal Blade sagt. Dafür Check. muss ich natürlich erstmal hier deine Kanal-ID kopieren und nicht deine Video-ID, sonst finde ich dich nämlich dann nicht. Und jetzt gehen wir mal hier Social Blade. Und da haben wir noch den Sprüdi, aber jetzt kommst du und dann gucken wir mal hier rein.
Und wir können hier schön sehen, ne? Du hast hier so eine, da war so ein bisschen Durststrecke, ne? Da ging es auch so ein bisschen runter. Aber jetzt gerade geht es hier wieder hoch. Und ich glaube, du hast auch relativ viel geändert. Also so wirklich verdoppelt die Zuschauerzahlen, wenn man das so ein bisschen sehen kann. Das ist jetzt hier so die letzten 2 Wochen, ne? Da ist halt so viel passiert. Wir gucken mal einfach mal davor, was davor passiert ist. Weil wir können ja hier noch so ein bisschen weiter zurückgehen. Und dann sehen wir hier, hat sie so 37, 50, 51. Also so 53 war hier mit das höchste der Gefühle, vielleicht hier 59. Und wenn wir jetzt hier zum Ende gehen, dann bist du jetzt hier bei 80, 87, 73, 113. Natürlich sind jetzt auch wieder 2 schlechte Tage dabei, aber ich kann dir sagen, das haben alle Leute. Das Wetter draußen ist gut, die Leute haben wieder angefangen zu arbeiten. Dementsprechend gucken weniger Leute auf YouTube gerade so ein bisschen. Ich merke es bei mir im Geburtstagskanal gerade auch, ne? Also das ist einfach so. Aber generell schon eine schöne Steigerung drin und wir können das auch hier schön sehen, ne? Da hast du hier deine wöchentlichen Zuschauer, die du erzeugt hast und da hast du innerhalb von einer Woche deine Zahl einfach mal verdoppelt. Und hier war von dem hier auf jeden Fall bis zur nächsten Woche waren dann auch schon mal 50 Zuschauer auch in einer Woche mehr. Also die Steigerung ist da, auch die Steigerung bei den Abonnenten ist da und das kann man hier alles schön sehen. Und wenn man hier zurückgeht, so am Anfang hast du hier im Ab das, 11. Mai, ne? Und es geht hier halt immer so hoch, ne? Das sind dann hier diese Monate, die da mit drin sind, wo man dann da sehen kann, wie viel geguckt worden ist in den einzelnen Zeiträumen. Und da sieht man ganz klar eine Kurve nach oben gehen. Das heißt, da geht noch was. Wir können noch mal kurz in die Zukunftsaussichten hier auf jeden Fall reingehen. Und dann schauen wir mal, was Social Blade denkt, wie es denn mit deinem Kanal weitergeht. Die errechnen das ja immer so ein bisschen. Aber man kann hier schön sehen, in 33 Tagen hast du 250 Abonnenten und du hast jetzt gerade 101. So, das ist ja schon mal ordentlich, ne? Das heißt, Social Blade sagt, du kriegst in einem Monat über 100 Abonnenten auf jeden Fall dazu, knapp 150. Und das ist eine gute Steigerung. Wenn wir uns noch erinnern, beim Sprödi hat er da eben noch 2 Monate rausgemacht, um die 250 voll zu machen. Bei dir ist es schon besser gerechnet. Es kommt auch immer ein Stückchen darauf an, wie weit jetzt gerade die Aktualisierung bei Social Blade ist. Haben die neuen Sachen, die du geändert hast, schon mitgenommen? In dem Fall schätze ich schon, dass die das getan haben, weil er sagt ja auch, in 62 Tagen hast du dann die 500 und in 100 Tagen hast du die 1000 Abonnenten voll. So, das ist eine unglaubliche Steigerung. Also 1000 Abonnenten, da wollen ja alle erstmal hin, weil dann könnte man mit dem YouTube-Kanal, wenn die Watchtime steht, rein theoretisch Geld verdienen und da bist du auf einem guten Weg, wenn du genauso weitermachst. Vielleicht magst du noch ein paar von den Änderungen, die ich sage, noch so ein bisschen annehmen und aber an sich alles auf einem guten Weg und sieht super aus. Und man merkt einfach, dass du auch schon viel geübt hast hier, ne? Also es spricht ja nicht jeder gleich so frei vor der Kamera. Das heißt, da war wirklich ein bisschen Arbeit hinter. Ich kenne das selber auch. Auch dieser Livestream hier fordert mich jedes Mal wieder heraus, meine Ems und Ös und so weiter so ein bisschen zu reduzieren, damit ich die nicht ständig raushaue. Manchmal klappt mir das einfach nicht. Jetzt gehen wir nochmal zum Fazit rüber hier und gucken wir Fazit. nochmal hier. Also, Fazit. Was ich verbessern würde, wäre auf jeden Fall der Kanalbanner. Weil den finde ich ein bisschen so nichtssagend. Da steht zwar alles drauf, was man wissen möchte, aber man könnte es ein bisschen schöner mit Bildern machen und so weiter. Dann, die Videos finde ich mega vorgetragen. Dein Bild ist in Ordnung. Dein Ton ist top. Du redest frei vor der Kamera, holst die Leute am Anfang ab, erklärst denen, was in dem Video passiert. Da würde ich wirklich einfach nur so ein bisschen Technik noch mit oder Videostil so ein bisschen mit einblenden, dass du wirklich so ein paar Einblendungen hast, wo die Spieler reingeflogen kommen und so. Das macht es ein bisschen interessanter für die Leute. Es ist so, dass dein Video geht 8 Minuten zum Beispiel und wenn die Leute stumpf immer irgendjemand zuhören, dann geht manchmal die Aufmerksamkeitsspanne runter und durch so Einblendungen, die da reingeflogen kommen, wird der Kopf immer so ein bisschen resettet und die Leute sind auf einmal wieder hellwach und denken, oh, da kommt was reingeflogen, was ist das? Und dann hören die wieder zu, weil du erklärst ja dann gerade, was das ist und so kannst du deine Zuschauerbindung dann noch ein bisschen mehr aufbauen.
Ansonsten finde ich, deine Thumbnails sind schon wirklich gut gemacht. Auch hier ein bisschen viel Text. Ich würde die ein bisschen kürzer fassen. Wäre aber cool, wenn die anderen mir auch mal schreiben, was sie davon halten. Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg damit, weil es ist ja auch immer ein Stück weit mein persönliches Empfinden, was man da so schön findet, ne? Generell sind die aber wirklich gut zu lesen, ne? Du hast gute Schriftarten gewählt, den Text gut gewählt, dass der Kontrast gut zu lesen ist, alles. Und dementsprechend könnten die auch diesen Text behalten und du bekommst ja auch deine Views da drauf, ne? Wenn wir jetzt hier sehen, dass das eine hier vor 4 Tagen hochgeladen, ja, 132 Zuschauer hat und das, was wir hier hatten, was vor einer Woche hochgeladen wurde, 181 Zuschauer, das sind Werte, die schafft der Kanalcheck auch. Also viel höher kommt er auch nicht. Natürlich, es geht sich immer um 4 Kanäle. Theoretisch würde es mich freuen, wenn nur die 4 Kanäle online sind. Ja, das ist meine Intention dahinter. Und ich freue mich immer, wenn andere Leute da sind und auch in den Kanalcheck wollen. Aber du erreichst ja schon eine ganze Menge Leute damit. Und das innerhalb von 30 Tagen. Ne? Innerhalb von 30 Tagen ist hier einfach unglaublich viel passiert. Und innerhalb von 30 Tagen hast du 6 Videos hochgeladen. Und seitdem hast du ja fast oder eigentlich über 2 Drittel deiner Aufrufe gemacht. Und das ist mega. So, jetzt sind wir fertig mit dem Kanalcheck von dem Bena. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Und jetzt gucken wir nochmal in den Chat rein. Und dann schauen wir nochmal, was denn da los ist hier. So, Übergang. Und den Chat brauche ich natürlich auch. So, da ist ja richtig wieder. Ich habe hier ganz viele Textnachrichten. So, taucht irgendwo mein Name auf? Nein, ich sehe keinen Computerkumpel gehighlightet. Perfekt. Wenn da noch. Was, wie hier? Größte Baustelle. Was werde ich sagen? Ach so, ach ja. Ja, wir schauen mal, was ich euch am Mittwoch sage. Was wird die größte Baustelle? Jetzt bin ich hier neugierig. Ihr müsst übrigens, wenn ihr mich ansprecht, hier immer so Computerkumpel reinmachen. Kannst du mir kurz erklären, warum mir TubeBuddy einmal 12 Treffer in den Text anzeigt und keinen Tag später nur noch 2? Ich muss ehrlich sagen, ich drehe bald durch mit dem SEO-Zeugs. Ja, kann ich dir erklären. Dieses SEO-Zeugs benutzt nicht nur du. Das benutzen ganz viele. Und wenn andere Leute die SEOs, die Suchwörter wieder anpassen, dann kann das sein, dass du wieder aus der Wertung rausfließt und du musst nachbessern. Das ist leider so. Und das kann nicht nur an diesem einen Tag sein, das kann sogar am gleichen Tag sein oder während du das machst. Du tippst die Suchwörter ein, dann wirst du gefunden, auf der und der Position wird dir angezeigt, dann nimmst du ein weiteres Suchwort dazu und auf einmal fliegst du raus, weil die Kombination mit diesem Suchwort und dem anderen Suchwort haut dich da wieder raus. Deswegen dauert dieses SEO-Optimieren für ein Video echt mega lange. Das ist echt anstrengend. Ich brauche stellenweise für ein Video, um die richtigen Suchwörter zu finden und um alles einzustellen, knapp eine Stunde. Das ist echt übel. Das ist wirklich übel. Ja, fand ich auch. Ich fand den Kanal auch wirklich gut. Also ich kann da nichts Schlimmes zu sagen. Der war wirklich gut gemacht und richtig schön. Auch die Leute abgeholt am Anfang vom Video, alles erklärt. Es ist halt so, wir sind auch mittlerweile, wir haben ganz viele Leute jetzt mittlerweile, die hier in den Kanalcheck reinkommen, die schon sehr lange diesen Check gucken und sich hier im Chat austauschen, untereinander Tipps geben. Und der Bena ist auch einer, der ist immer ganz, 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 ganz oft dabei gewesen und hat hier schon mitgelesen. Und dann ist es, die Sachen werden auch umgesetzt. Es sind ja nicht nur meine Tipps, die ich gebe, sondern auch von euch allen im Chat. Ihr helft euch ja mega untereinander auch. Und dann ist es, ja, wenn die Sachen umgesetzt werden, verbessern sich die Kanäle so schnell, das ist unglaublich. Erinnert ihr euch noch an Herr Gerold? Kennt ihr noch Herr Gerold? Den hatte ich im ersten Kanalcheck drin. Ja, der hat mittlerweile seine Zuschauerzahlen verzehnfacht oder so. Das ist unglaublich. Das geht so richtig ab bei dem. Der hat einen Kanaltrailer gemacht und so weiter. Dann hat er sein Intro angepasst. Der macht die Suchwörter rein. Der hat mittlerweile eine Kooperation mit so einer Lehrer-App, Lehrer-Schüler-App gemacht und so weiter. Das geht so richtig geil an. Also, das ist wirklich cool. Und der Bena ist auch so, der schreibt mir jetzt schon seit
Seit wann schreiben wir zwischendurch? Wir haben auch, glaube ich, mal bei Facebook geschrieben, dann haben wir in Kommentaren geschrieben, dann hat er mir seine Kanalstatistiken geschickt und so weiter. Und er macht einfach schon extrem viel richtig. Das ist einfach cool. Und wenn er so weitermacht, ne, genauso wie bis jetzt und ab und zu immer so ein paar Feinheiten noch erweitert, und man muss die ja nicht immer wieder neu machen, sondern immer wieder so ein bisschen, ja, einfach nur so ein bisschen anpassen, ne? Das ist bei mir auch, man will immer irgendwie ein bisschen verbessern. Jetzt gerade bin ich mit meinem Bild auch wieder nicht zufrieden und ich war es vorher mit den Ads auch nicht. Das heißt, ich muss da auch ran. Die Frage ist, wann habe ich Zeit dafür, weil ich mache genug Kanalchecks. Aber man kann da einfach unglaublich viel immer wieder verbessern und die Videos werden dann auch immer besser. Die Videos werden besser. Man bekommt irgendwann Stammzuschauer. Wie viele von euch gucken hier ständig rein und machen meinem Kanalcheck mit und sind hier am Schreiben? Ich glaube, ich bin mittlerweile so zwischen 10 und 15 Stammzuschauer, die immer je nachdem, wann sie arbeiten müssen oder Zeit haben, hier immer wieder reinschauen. Und ich freue mich da über alle. Das ist so cool, dass ihr da mitmacht. Ja, so, jetzt habe ich so viel gelobt und ich muss noch mal eben eine rauchen. Ich bin aber gleich wieder für euch da. Gib mir 2 Minuten. So. Ich glaube, ich habe niedlich genug geguckt, oder? Ja. So, und wieder da. Ah. Jetzt müssen wir mal gucken. Leute, ich finde auch mega cool, wie wir uns gemeinsam helfen. Es wäre cool, wenn wir noch sowas machen, aber arbeite oder so, Facebook-Gruppe, wo wir uns helfen können, Tipps geben. Ja, ich habe schon eine Facebook-Gruppe aufgemacht, extra für Leute aus dem Kanalcheck, die drin waren. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, Leute einzuladen. Ich bin noch dabei. Es ist, ja, schwierig. Ich habe so viele Baustellen gerade. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Übrigens ist die Geburtstagskanal-App jetzt im Play Store drin. Ja, einfach Geburtstagskanal suchen, Video auswählen, teilen bei WhatsApp ist mega. Ich finde es auch super. Ich habe erst 500 Videos drin. Die anderen 90 müssen noch dazu. Ich konnte keine richtige Liste exportieren. Das nervt bei YouTube nämlich auch. Und also muss ich noch knapp 100 Namen von Hand eintragen. So. Ah, ich nehme gar nichts auseinander. Ich bin eigentlich total nett. Es sei denn, ich bekomme richtig Kack-Content. Dann sage ich das auch. Ich bin da nämlich ehrlich. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Da könnt ihr euch drauf freuen. Die Leute, die länger schon zugucken, kennen das. Ich nehme auch. Ich hatte auch mal einen Kanal, der hat einfach Scheißvideos gemacht. Das muss man den Leuten sagen. Da bin ich ganz ehrlich, weil es ist einfach, den sagt es anscheinend keiner. Und wichtig ist, nochmal so am Rande, wenn ihr einen Kanal macht, ja, es kommt ganz oft, wirklich ganz oft lese ich in den Kommentaren oder jemand schreibt mir, hey, du hast gesagt, mach das so und so, mach das so und so und so weiter. Diese großen Kanäle mit 2 Millionen Abonnenten, die machen das auch nicht. Ja. Die machen das nicht, weil die in der Zeit angefangen haben, als YouTube noch ganz anders war. Jetzt haben die 2 Millionen Abonnenten und die kommen so durchs Leben. Wenn die die Sachen machen würden, dann würden sie noch mehr Zuschauer haben. Das ist denen aber scheißegal. Das ist halt der Unterschied. Die verdienen ihr Geld mit Werbeeinnahmen. Die brauchen nicht
keine Ahnung, 1 Million Views auf dem Video. Bei denen reicht es, wenn die 10.000, 20.000 Views auf dem Video haben. Dann haben die ihre Ads-Werbung, die macht dann, keine Ahnung, $200 aus und unten drunter sind die Amazon-Links oder sonst irgendwas oder werden gesponsert, wofür die denn für so ein Video auch nochmal 600, 700 Euro kriegen. Dann machen die knapp 1.000 Euro mit jedem Video, ganz grob gesagt, und damit sind die happy. Dann laden die einmal eine Woche ein Video hoch und haben 4.000 Euro. Dem ist es einfach egal. Wobei das auch nicht stimmt, weil ich habe jetzt auch eine Anfrage vom Kanal, der hat 168.000 Abonnenten oder 163.000 Abonnenten. Der kommt diesen Monat auch noch dran. Den bevorzuge ich tatsächlich, weil er so viele Abonnenten hat. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Weil ist auch für mich, ne, großer Kanal, vielleicht kriegt man da ein bisschen mehr Einweite. So, und koch mein Kanal, ich habe auch schon dreimal alles neu gemacht. Ja, ich habe schon bestimmt 20 Mal alles neu gemacht. Glaube mir, das macht Spaß. Aber das ist einfach so. Das ist schön, dass dir das Feedback auch gefallen hat. So, okay, gar kein Content. Gar kein Content? Wieso gar kein Content? Das verstehe ich nicht. Bitte mich einladen. Okay, gar kein Content. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, worum es sich geht hier. Ich habe keine Ahnung. Gar kein Content ist auch schlecht. Bei gar keinem Content kann ich ja nichts bewerten. Die Kanäle hatte ich auch schon. Die waren auch schlecht. Ja, so. Machen wir mal im nächsten Kanal weiter. Und zwar der nächste Kanal ist von Alex Hassel. Und wo wir eben schon bei Kochen dran waren, ne, der Alex macht das auch. Und das finde ich total gut, dass der Alex kocht. Und der Alex hat auch schon sehr viel umgesetzt, wie ich das sehen kann. Und wir gehen direkt dahin. Wir machen jetzt nicht wieder eine Ansage, so wie ich das normalerweise mache, sondern wir gucken uns mal direkt den Ersteindruck an hier. Ja, Ersteindruck. Alex Hassel. Alex Hassel macht Wein, Dein, Fun, Subscribe, Now. Gourmet Alex Hassel. Also, der kocht, das sieht so aus. Der hat einen Kanalbanner oben drin, der sieht sehr lecker aus. Da oben ist schon irgendwas. Das hier Tomate Mozzarella und das hier ist irgendwas, sieht aus wie Auberginen hier am Rand oder so mit Paprika in der Mitte, auch sehr nett und noch so ein bisschen Schabau dabei. Und der Alex hat hier ja einen Kanaltrailer gemacht, 15 Sekunden, und daneben steht die Autorität für Lifestyle und gutes Essen, viel Spaß und guten Appetit. Für tägliches Foodporn verfolgt mich auf Instagram. Okay, da ist Instagram schon mal kräftig mit eingebunden an der Seite und der Kanaltrailer ist relativ kurz. Das heißt, den geben wir uns Kanaltrailer direkt. So, Kanaltrailer haben wir da und wir machen einfach mal Play. Ja, okay. Okay, also das ist mehr so ein Intro, ne? Also ein Kanaltrailer ist das nicht an der Stelle, aber wir haben ja zum Glück genügend Videos, dass man da ein bisschen was anderes sehen kann. Und zwar hier zum Beispiel die vegane Dattelsuppe. Und da gehen wir einfach mal rüber und die ziehen wir uns rein. So, vegane Dattelcreme. Dann machen wir das doch mal auf hier. So, erstmal fangen wir an. Wir sehen ein Glas. Der Kamerawinkel mit dem weißen Tisch und der Ausleuchtung gefällt mir gerade nicht so gut. Ne? Das muss ich einfach mal sagen. Es ist zwar schön zu sehen, ne? Wir haben drei Datteln an der Seite liegen. Wir haben hier so ein Glas, wo eine Pampe drin ist. Das wird die Dattelmus sein. Wir machen einfach mal Play und gucken mal, was passiert. Das Video ist 6 Minuten lang und dann gucken wir mal, was uns denn da erwartet. Leute, hier ist... Aha, okay, alles klar. Wir machen ihn erstmal aus leiser, weil er ist sehr laut. Wieder euer Alex Hassel. Und seid ihr auch so kleine Schleckermäuler wie ich? Liebt ihr auch Süßes? Aber ihr wollt nicht immer Zucker essen, weil Zucker ungesund ist? Zucker macht fett? Dann hab ich für euch die Lösung. Den besten natürlichen Zuckerersatz, den man sich vorstellen kann. Mein veganes Dattelpüree, das ultimative braune Glück, veganer Honig. Das okay, also erstmal finde ich die Erklärung ja
Also ist okay, mir gefällt auch hier wieder der Kamerawinkel nicht. Der Alex hat hier wirklich einen Fehler, sondern er filmt gegen das Fenster, also wirklich mit Gegenlicht. Er ist zwar noch gut zu erkennen, es macht aber relativ viele Konturen und so weiter ein bisschen unscharf an der Stelle. Also Gegenlichtfilmen, auch für die anderen unter euch, ist immer doof. Geiler ist, wenn das Licht euch voll in die Fresse scheint und ihr deswegen gut zu erkennen seid. Deswegen bin ich auch so blass hier. Ich muss irgendwann auch mal am Kamerasetting arbeiten, damit ich mal wieder ein bisschen mehr Hautfarbe kriege. Das liegt aber daran, dass ich hier so viel umgebaut habe in der letzten Zeit. Ich war auch schon mal besser von der Farbe her. Vielleicht, wenn ich mehr zurückgehe. Nee, bringt auch nichts. Ich bin halt so blass. Vielleicht sollte ich auch mal wieder in die Sonne gehen. Ja, generell, der Alex muss nicht in die Sonne, ne? Der ist gut zu sehen. Das liegt aber daran, dass er auch vom Gesicht her sehr dunkel ist. Auch an der Stelle jammern auf hohem Niveau. Das muss man auch mal mit dabei sagen. Ich finde es gut, dass er die Leute abholt. Wir gehen nochmal zurück, gucken uns das nochmal an. Und zwar, da hat er jetzt am Neun. Anfang diese Bilder da drin gehabt, ne? Diese 4 Sekunden. So, wo er da die Sachen reintropfen lässt. Jetzt muss ich für mich sagen, das sieht nicht appetitlich aus am Anfang, weil wir wissen noch gar nicht genau, was das ist. Wir haben zwar gelesen, veganes Dattelpüree oder Dattelcreme, aber das am Anfang zu zeigen an der Stelle ist nicht lecker. Oder wie seht ihr das? Kriegt ihr da darauf, wenn so eine braune Pampe darunter fällt, direkt Lust auf vegane Dattelcreme? Ist das was, was ich als erstes sehen möchte in diesem Video? Das ist die Frage, ne, die sich mir immer stellt. Wenn ihr euch fragt, warum gehe ich da so genau drauf ein, die ersten 15 Sekunden vom Video entscheiden, ob die Leute weitergucken oder nicht. Das ist einfach so. Ihr kennt es von euch selber, ihr macht ein Video an, ihr guckt 3 Sekunden drauf und sagt, boah, nee, danke, und klickt weiter. Das ist einfach so. YouTube geht von 15 Sekunden aus. Man sagt doch ganz oft die ersten 10 Sekunden. Hier sind wir in den ersten 3 Sekunden und ich glaube, dass man an der Stelle schon wirklich viele Abonnenten oder Zuschauer verlieren könnte. Machen wir mal weiter. Leute, hier ist wieder euer Alex Hassel. Und seid ihr auch so kleine Schleckermäuler wie ich? Liebt ihr auch Süßes? Aber ihr wollt nicht immer Zucker essen, weil Zucker ungesund ist. Zucker macht fett. Dann habe ich für euch die Lösung. Den besten natürlichen Zuckerersatz, den man sich vorstellen kann. Mein veganes Dattelpüree. Das ultimative braune Glück. Veganer Honig, das ist voll mit Vitamin A, B und C und Kalium und Eisen und Antioxidanten. Alles Gute, was man sich vorstellt. Okay, also er erklärt alles ordentlich und sehr ruhig mit sehr viel Betonung und Emotion. Es ist nicht mein Fall. Ich muss einfach sagen, ich persönlich würde mir dieses Video nicht angucken, weil ich den Sprachstil nicht mag. Das weiß nicht, ob das nur mir so geht. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich will auch nicht zu wertender werden an der Stelle, aber es ist einfach, mir gefällt der Sprachstil nicht. Es sind für mich zu viele Pausen im Erklären drin. Das heißt, da würde ich ansetzen an der Stelle. Wenn das natürlich jetzt der Punkt ist, wie dieser Kanal sein soll, dann ist es okay. Dann mach das so weiter. Das ist dann dein Alleinstellungsmerkmal, dass du die Sachen so erklärst. Und es werden auch ganz viele Leute geben, die das mögen oder das auch genau deswegen gucken, das witzig finden oder ähnliches. Das kann durchaus sein. Für mich jetzt an diesem Punkt bin ich da bei 50 Sekunden angelangt, wo das Video geht. Und die einzige Information, die bei mir hängen geblieben ist, ist: veganes Dattelpüree ist besser als Zucker und hat ganz viele Vitamine drin. Und das ist eine Aussage in 50 Sekunden, die ist für mich sehr grenzwertig. Ich würde nicht so lange gucken, bis ich die Information habe. Das war das, was ich eben meinte. Wir zappen hier einfach mal durch, was noch passiert. Und zwar. Diese Datteln legen wir in ein Glas, füllen das mit heißem Wasser auf. Und lassen das über Nacht stehen, damit sich die Datteln schön mit Wasser vollsaugen können, damit das ein schönes, wundervolles. Aha, okay. Also die Datteln werden in Wasser eingelegt, sollen dann Wasser ziehen.
Ja, das ist total schön, das kann man alles machen. Und danach werden die dann püriert und dann hat man veganes Dattelpüree, ne? Das nehme ich jetzt einfach mal so hin, das sieht zumindest so aus. Kommt da noch irgendwas mit drauf? Ach ja, da kippt dann noch dieses Zuckerwasser noch da oben drüber, was in dem Datteln mit drin war. Ja, okay. Und dann kommt das braune Zeug in das Glas rein. Und zum Schluss. Alles Gute, was man sich nur vorstellen kann, in einem Glas. Das ist gut für das Immunsystem. Das ist gut gegen das Altern. Das heilt wahrscheinlich sogar den Krebs. Och Gott, ja, nee, dann ist mir persönlich auch zu viel. Es gibt eine Endcard hier an der Stelle. Wie gesagt, mir gefällt das Format nicht so, wie dieses Video aufgebaut ist als Allheilmittel. Ich sehe, früher sind so Apotheker durch die Lande gezogen im Mittelalter, ja, und haben Kräuterschnaps in Flaschen als Allheilmittel verkauft. Genauso kommt das für mich mit diesem Dattelpüree rüber. Ist gar nicht böse gemeint, es ist einfach nicht mein Stil. Ich kann damit nichts anfangen. Ich klicke einfach mal ein anderes Video bei, vielleicht ist es von ihm als Scherz gemeint oder so, dass wir da mal ein anderes Video sehen. Wir nehmen mal die Florida Food Tour, vielleicht kommt da was Besseres auf mich zu, dass wir da einfach nochmal durchgucken. Und dann. Was geht, Leute? Hier ist wieder Alex Hassel, das vorerst letzte Mal aus Florida, bevor es wieder nach Europa geht. Und heute. Ja, das gefällt mir schon besser. Ne, das ist dann auch schon ein Stückchen schneller an der Stelle und man kann hier ein bisschen sehen. Er hat hier auch die Florida Food Tour, hat er denn da so ein bisschen mit festgelegt, ist jetzt hier im Restaurant und was gibt es jetzt hier mit Schauen der. wir mal. Ich bin schon mal gespannt. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, darauf hätte ich auch mehr Bock. Vielleicht schreckt mich auch einfach dieses Vegan ab. Ich weiß es nicht, aber so Spare Ribs finde ich schon ziemlich geil jetzt. Die hätte ich ja schon gerne. Das muss ich ehrlich sagen. Ah, ne, das sind nette Bilder. Da gefällt mir auch die Kameraführung ein bisschen besser. Ne, der Background ist einfach besser. Es ist auch wieder leider mit dem Fenster im Hintergrund. Aber gut, das ist halt ein Restaurant. Ja, das Fenster von der Seite wird hier angeschienen. Das ist einfach die Bedingungen, die da vor Ort existieren. Ich will jetzt auch nicht zu viel von diesen, ja, Dingen sehen, weil och, krieg ich nur Hunger bei. Ne? Ich weiß nicht, wie das euch geht. Aber so Sperrwebs finde ich geil. So, Endcard besteht nur aus Subscribe. Endcap besteht nur aus Subscribe. Da könnte man noch Videos verlinken. Okay, also das Video gefällt mir wesentlich besser. Was ein Glück, dass ich noch ein anderes rausgesucht habe. Wie gesagt, Alex, ich wollte nicht zu werten sein. Es ist einfach der Stil von diesem Dattelpüree. Ja, ist einfach nicht so meins. Ich kenne Datteln. Ich kenne auch Dattelpüree. Ich glaube auch, dass das gesünder ist als raffinierter Zucker. Das Problem ist, es ist halt auch nicht gesund. Und das so zu verkaufen, ist für mich auch sehr, sehr schwierig. Das muss ich eine, gerade jetzt, ne? Frau ist schwanger und so, wir beschäftigen uns sehr viel mit gesunder Ernährung. Wenn man dann zu so einem Diabetologen zum Beispiel geht, ja, dann gibt es eine Liste und da stehen Lebensmittel und Früchte drauf, die man nicht essen sollte, gerade in der Schwangerschaft, damit man keine Schwangerschaftsdiabetes oder so einen Driss kriegt. Ja, und da stehen Datteln oben drauf, weil die einfach getrocknet noch in Zucker, Honig oder sonst irgendwas eingelegt sind. Die sind zwar gesünder als raffinierter Zucker, aber es ist kein Allheilmittel, es ist trotzdem ungesund. Wenn du jede Menge Datteln frisst, wirst du auch fett und ja, gegen Krebs helfen die auch nicht. Also das ist schon schwierig für mich. Vielleicht war es als Scherz gemeint, aber das kommt bei mir halt dann immer so. Naja, ich bin da halt ein Mensch, ich muss sowas auch sagen. Ne? Ist einfach so gar nicht mein Fall. Die Tour da gerade finde ich wesentlich besser. Jetzt kommen wir mal an den Punkt und schauen mal, warum hat dieses Video mit den leckeren Spare Ribs vom 2. April 2020 nur 67 Aufrufe, ja, und 4 Kommentare, aber dafür 19 Daumen nach oben. Und dann wollen wir erstmal gucken. Ich nehme an, es wird einfach in der Suche nicht gefunden und wir gehen mal rüber hier zum Video-SEO-Check. Video-Suchmaschine. So, das Ganze wieder mit diesem TubeBuddy-Tool. Link habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Ist kostenlos und damit könnt ihr hier die Kacke hier so schön analysieren. So, Video hat 67 Zuschauer, 4 Kommentare, 19 Daumen nach oben. 4 von 20 der empfohlenen Videos sind von dir. So, können wir schon sehen. 1, 2, 3, 4. Ja, die haben wir gefunden. Die sind auf jeden Fall drin. Dann erscheinen die Tags viermal in Titel und Beschreibung.
So, dann haben wir hier als Titel Mission Barbecue Alex Hassel probiert Smoked Brisket, Pulled Pork und Ribs. Boah, hast du alles gekriegt? Wie geil ist das denn? Ich bin immer noch neidisch. Da hätte ich ja jetzt Bock drauf. Ja, so, dann hat das Video 7 Likes bei Facebook, das ist schon mal ganz cool. Ne? Hier sind deine Kanalstatistiken, oben 2200 Views für 23 Videos, also 100 Views pro Video im Schnitt, ist gar nicht schlecht. 607 Abonnenten ist auch schon nicht schlecht, da hast du auch schon eine ganze Menge. Und wenn wir jetzt hier mal auf die Show Search Will Lenkit Rankings gehen, werden wir sehen, du wirst damit nicht gefunden. Und das ist auch der Grund, warum das Ding so wenig Aufrufe hat. Das heißt, es waren deine Abonnenten, die zugeschlagen haben, die diese Videos geguckt haben, vielleicht ein paar Leute über Facebook und auf jeden Fall nicht über die YouTube-Suche. Weil über die YouTube-Suche gefunden zu werden, musst du da noch ein bisschen spezieller werden, sowohl in den Text als auch hier oben im Titel. Ja, das ist eine Nummer, da musst du halt dann ein bisschen, ja, also ne, die ersten 70 Zeichen von deinem Titel, ja, das sind dein Hauptsuchwort. Ich nehme an, das ist bis hier. So, und das, die ersten 70 Zeichen heißt Mission Barbecue Alex Hassel probiert. Jetzt musst du dir überlegen, wer sucht danach. Sucht irgendjemand nach Mission Barbecue Alex Hassel probiert? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber nach Smoked Brisket, Pulled Pork und Ribs, ja, und da könntest du auch Spare Ribs von machen, wenn du die nach vorne packst, machst dann dahinter dein Mission Barbecue Alex probiert, ja, und nimmst das dann hier noch so ein bisschen auf, dass dir wirklich mit reinschreibst, uramerikanisches Barbecue in einem Restaurant in Florida, ja, Fleisch, Rednecks und Glorifizierung des amerikanischen Imperiums. Was will man mehr? Hier stehen aber denn die Smoked Briskets nicht mit drin. Die müssen da rein. Pulled Pork muss da rein. Die Rippchen müssen da rein in diesen Text hier, damit du die da so ein bisschen mehr aufnehmen kannst, damit sich diese Wörter von hier oben wiederholen. Schreib noch einen Text außenrum. Schreib eine kleine Bewertung. Wie fandest du die Spare Ribs? Ja, dass du wirklich anfängst. Oh, die Spare Ribs waren super lecker. Die hatten eine geile Barbecue-Soße, waren schön geräuchert. Dass du diese Füllwörter mit dazu kriegst, dass du einen kompletten Text hast, der da steht. YouTube kann nicht in dein Video reingucken. YouTube sieht die leckeren Dinger nicht, die da drauf sind. Deswegen musst du die beschreiben mit Worten, damit YouTube dich da einsortieren kann. Und wenn du das da gemacht hast, dann überlegst du dir an einer anderen Stelle, wonach suchen die Leute, wenn die Sparrows sehen wollen. Und die Suchwörter nimmst du dann hier an der Seite mit auf. Und dann ist es nicht nur Barbecue, ja, sondern Spare Ribs in Amerika. Super lecker. Ja, das wäre so ein super. Wir können ja hier mal eben kurz ausprobieren, was man denn da hätte. Ne? Wenn ich jetzt hier Spare Ribs, ja, machen wir ein Leerzeichen. Und jetzt finden wir hier Repsepsi, also Rezeptur, Gasgrill, im Ofen, Marinade, Grillen, Plassang Pinoy kenne ich nicht, im Ofen, Dutch Ofen, Gordon Ramsay, Jamie Oliver. Ja, hier werden erstmal so Rezepte gesucht. So, und dann, wenn wir jetzt hier Florida dahinter eingeben, dann sucht danach schon mal keiner. Das heißt, du musst irgendwas finden, was mit diesen Spare Ribs, vielleicht das Restaurant mit dazu packen, wo du die gegessen hast, dass du das direkt mit reinschreibst, damit du über die Suche gefunden werden kannst, über diese Spare Ribs. Wenn du jetzt nur Spare Ribs nehmen würdest, ne, die hast du hier unten, glaube ich, drin, ne, hast nur Ribs genommen zum Beispiel, nicht Spare Ribs. Ribs ist dann nochmal ein anderes Wort, das ist einfach noch viel kürzer, das heißt, das taucht noch viel öfter in der Suche auf und damit gefunden zu werden, wird einfach schwierig. Das heißt, an der Stelle kannst du wirklich viel rausholen. Wir gucken jetzt nochmal, was dein Kanal bei Social Blade macht, wie deine Zukunftsaussichtungen da sind und was bei dir im Kanal so im Schnitt so abgeht täglich, dass wir da mal so ein bisschen reinkommen und danach gehen wir dann auch zum Fazit. Social Blade Check. Heute so viel, ne? Das ist ja unglaublich. So, zack, hier suchen. Und wir können sehen, dass deine Zuschauerzahlen hier wirklich schön nach oben gegangen sind. Ne? Du hast hier
weiß ich nicht, am Anfang 55 Views in der Woche, dann in der nächsten Woche 88, dann geht es hoch auf 287, jetzt bist du bei 372. Was in dieser Woche passiert, weiß man nicht. Es ist auf jeden Fall schon mal gut, ne? Du hast einen richtig guten Start, hast erst im Februar gestartet, hast schon 2000 Views, schon 603 Subscriber. Das ist hier auch richtig hochgegangen. Ich frage mich, wo diese Subscriber hierher kommen. Also 223 Subscriber machen an einem Tag, wo ich nur 184 Zuschauer habe, finde ich sehr, sehr sportlich. Hier sogar noch krasser, ne? Da ist die Frage, wo kommt das her? Wir haben keine weitere Statistik an dieser Stelle, aber wir können hier sehen, dass deine Abonnenten im Prinzip aus den 2 Tagen hier bestehen. Ansonsten wärst du knapp bei 100. Das würde auch deine Zuschauerzahlen so ein bisschen eher widerspiegeln und passt hier leider nicht so ganz zu der Statistik. Also da würde mich interessieren, wo kommen die her? Ist das Sub by Sub und du hast da richtig einen rausgehauen? Weil es guckt ja effektiv, haben die Leute die Videos nicht geguckt, die da gekommen sind. Ja, wenn ich hier ganz klar sagen muss, du hast am Tag hast du 3 Abonnenten gekriegt bei 140 Zuschauern, die ziehe ich davon ab, dann bleiben hier noch 44 Zuschauer über, die dich 220 Mal abonniert haben. Das ist eine Sache, die passt so nicht zusammen. Natürlich kann man so einen Kanal nach oben bringen. Es würde mich interessieren, wo die herkommen. Vielleicht kannst du das mal kommentieren. Das wäre ganz gut. Aber es ist natürlich nicht mega. Also, das muss ich einfach sagen, das ist einfach nicht mega. Ich finde es sehr, sehr komisch, sieht komisch aus. Und vielleicht solltest du da mal gucken, dass du solche Sachen hier wirklich vermeidest. Weil das ist auch was, was sich bei YouTube auf jeden Fall richtig runterzieht. Damit kommst du bei YouTube in der Suche nicht wirklich nach oben. Weil YouTube sieht, ja, den haben viele Leute abonniert, vielleicht finden die den nett, aber die gucken die Videos von dem nicht. Und das ist nicht das, was YouTube möchte. YouTube möchte, dass die Leute auf YouTube sind und Videos schauen. Weil nur in den Videos wird denen Werbung gezeigt. Ohne Werbung, keine Kohle für YouTube, keine Kohle für Google. Das heißt, deine Videos kommen nicht nach oben. Dementsprechend Abonnenten gewinnen, ja, die sollten aber dann auch deine Videos schauen, zumindestens. Ja? Und zwar gerade an dem Tag, wo sie Abonnent werden, sollten sie zumindestens ein Video geschaut haben und nicht nur irgendein, ich hätte jetzt den Kanal-Link klicken, um da drauf zu kommen. Wie gesagt, würde mich interessieren, wo die herkommen. Machen wir ein kleines Fazit, gehen wir mal darüber. Zukunftsaussichten sparen wir uns, weil die können wir nicht genau treffen an dem, was wir da sehen, weil es einfach gar nicht stimmig ist. Sieht komisch aus. Wir gehen mal hier rüber. Also, ich finde den Kanalbanner, finde ich nett gemacht, ne? Der sieht eigentlich ganz gut aus. Ich finde auch diesen Trailer hier ganz nett. Ist halt kein Kanaltrailer, sondern eher ein Intro. Das heißt, so ein richtiger Kanaltrailer wäre super. Ja, zu den Videos. Also, die vegane Dattelcreme, Atzo, weiß ich nicht, finde ich echt übel. Dieses Video an sich selber. Auch von der Erzählweise her. Ich mag einfach die Erzählweise nicht, die du da an den Tag legst. Die war bei deinen Amerika-Trips mit diesem Futtern, war die wesentlich besser. Da gefällt sie mir nicht. Auch die Übertreibungen, die mit drin sind und der ganze Videoschnitt, Bildaufbau quasi. Am Anfang diese Pampe darunter tropfen zu lassen, macht leider für mich nicht Lust auf mehr. Vielleicht, wenn man das Zeug schon gegessen hat, dann wäre es eine Möglichkeit, dass man das gut findet. Aber die Art von Videos, auch wie du da sprichst, finde ich nicht geil. Also kann ich nichts mit anfangen, würde ich mir nicht angucken, ist nicht mein Fall. Ich stehe total auf Kochdinger oder sonst irgendwas. Aber mich hättest du an der Stelle hier schon auf jeden Fall als Zuschauer verloren, nur mit diesem Video. Ich würde mir aufgrund dieses Videos, wenn wir jetzt nicht im Kanalcheck wären, ich würde mir nie wieder ein Video von dir angucken. Alleine, weil ich das einmal gesehen habe, dein Thumbnail ist einprägsam, das Gesicht ist einprägsam, ja, bist eigentlich ein sympathischer Typ und dann kommt da so, ja, komische Sache raus, ist für mich nicht meins. Ich würde dieses Video sogar runternehmen und löschen. Ich weiß nicht, wie die anderen sind, aber meine Empfehlung dazu. So. Dann gehen wir mal hier weiter runter. Ja, gucken wir uns hier noch so weiter. Ja, der Kanal ist eigentlich gut strukturiert, ne? Du hast ordentliche Thumbnails, da sind auch die wichtigen Punkte oben drauf. Ja, kann man viel rausholen, Suchwörter optimieren, ordentliche Videos machen. Nicht mehr sowas hier, finde ich ganz schlimm. Du kannst mir auch gerne schreiben, wenn es
jede Menge Leute gibt, die das mögen. Aber im Endeffekt haben es 40 Leute angeguckt. Einer davon war ich jetzt. Und schau dir mal die Zuschauerbindung an, ob das wirklich ankommt, ob die Leute das weitergucken bis zum Ende. Zuschauerbindung haben wir heute schon ein paar Mal drüber geredet. Ich gehe jetzt in den Chat rein. Das war's mit dem Kanalcheck vom Alex. Und dann schauen wir mal weiter, was denn da im Chat noch so passiert ist, bevor ich mir eine rauchen gehe. Wa? So, Übergang. Und wo ist mein Chat? Da ist mein Chat. So. Ja, ich hätte bei dem Banner auch eher mit Kochvideos gerechnet. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ich bin enttäuscht, wie die Sprache so darüber kommt. Also mit gefällt mir das so nicht. Als ich den Banner gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt bin ich gespannt. Aber vom Start des Videos mit dem Datteln hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja, also ich sehe das auch so. Wie gesagt, also ich fand das... ich glaube, eigentlich müsste man YouTube-Suche mit einem Incognito-Browser aufmachen, um die eigenen Suchhistorie auszuschließen. Ja, ein Stück weit schon. Ja, das hilft auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall tun. TubeBuddy macht dies im Hintergrund. Ne? Also wenn ihr bei TubeBuddy diese Keywords da eingibt und danach sucht, dann macht TubeBuddy das ja über die YouTube-API. Und da werden keine Cookies weitergegeben, sondern der überprüft wirklich nur mit euren Kanalnamen, wo ihr da gefunden werdet in der Suche. Deswegen ist da bei TubeBuddy ist das kein Problem. Das ist halt nur, wenn man selber da kocht. So. Ja, so, wir machen noch eine kleine Pause, tauscht euch aus, bevor wir hier zum letzten Kanal gehen. Habt ihr euch eigentlich schon gebettelt, wer jetzt gerne in den Kanalcheck heute noch rein möchte, diesen einen Live-Platz haben möchte? Gibt es Bewerber dafür? Dann schreibt das jetzt mal da unten rein und dann losen wir gleich einen aus. Vielleicht haben wir auch nur noch einen, dann wäre es total einfach. Dann kann ich mir einfach den nehmen, der da ist. Vielleicht finden wir auch noch einen ordentlichen Kochkanal. Zwinker, zwinker. So, in diesem Sinne, ich gehe mal kurz in Rauchen, wa? Tschö. So, da bin ich schon wieder. Ich bin ein Schnellraucher. So, ich gucke jetzt noch mal kurz in die Chat rein, was hier passiert ist. Gab es da noch irgendwas? Hashtag Hobbykoch. Ja, ich denke auch. Der ist nicht schlecht. Wird aber am Handy abgeschnitten und der linken Seite. Ja, das macht aber nichts. Das gucken wir uns jetzt gleich an, glaube ich. Ich glaube, wir machen den Hobbykoch. Hobbykoch finde ich ganz gut. Voll unrealistisch, dass ihr in 2 Tagen 340 Aufrufe macht. Und das aus dem Nichts 500, das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, er wurde gebottet oder hat halt Abo geben, Abo im Spiel. Ja, oder Abonnenten gekauft, ne? Die gibt es günstig. Abonnentenkauf ist immer noch bei vielen Leuten eine Option. Ja. Also ich finde, die Community kann mal abstimmen, wen ich jetzt gleich prüfe. Ich fände ja so einen Hobby-Koch-Kanal eigentlich ganz gut. Ich mache mir dann gleich noch ein Brötchen oder ich habe noch eine Tiefkühlpizza. Schön. So, machen wir mal weiter und wir nehmen jetzt hier noch den Wop Let's Play. Der hat nämlich auch einen Kanal gemacht
Und da machen wir jetzt mal den Ersteindruck und schauen uns das Ganze mal an. Der Ersteindruck. Dum, dum, dum. Der Ersteindruck. Wop, let's play. Und ich sehe als allererstes einen Kanalbanner. Der ist eigentlich ganz nett. Mit so einem Profilbildchen hier drin. Das finde ich auch ganz nett. Das können wir auch übernehmen. Und dann sehe ich Minecraft. So, viele von euch kennen das schon. Immer wenn ich Minecraft sehe, sage ich Minecraft. Das Spiel erschließt sich mir nicht, es spielen ganz viele Leute. Das Problem ist, es gibt von Minecraft unglaublich viele Kanäle. Ja? Wenn man YouTube Minecraft eingibt, findet man fast halb YouTube. Das ist so mein Begriff dafür. Und jeder macht einen Minecraft-Kanal auf und spielt Minecraft. Die Sache ist, beim Minecraft-Spiel, das machen so viele Leute, das heißt, ihr braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Ansonsten wird es ganz, 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 ganz schwierig, selbst mit meinen Tipps. Ihr könnt noch so gute Minecraft-Videos machen und gute Thumbnails und gute Suchbegriffe haben und gute Sachen eintragen. Ihr werdet einfach in der Suche nicht gefunden, weil es irgendwie 10, 12 große YouTuber gibt, die Minecraft-Videos machen und die werden immer vor euch landen. Das ist ganz schwierig, damit groß zu kommen. Natürlich, wenn ihr das, sagen wir mal, 5 Jahre am Stück durchzieht, macht qualitätsmäßig Minecraft-Videos, achtet auf die Thumbnails, passt die Text an. In der Suche werdet ihr langsam wachsen, bis ihr auch größer seid, sagen wir mal so 5.000, 6.000 Abonnenten. Dann werdet ihr mehr gefunden werden, irgendwann kommen die 10.000 Abonnenten. Dann sind wir aber sehr wahrscheinlich schon bei 6, 7 Jahren. Genauso wird es in etwa ablaufen. Minecraft ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Der Rob hat zum Beispiel schon 146 Abonnenten. Wir gucken uns mal die Kanalstatistik hier auf den ersten Blick an, was denn da passiert. Und zwar hat der 20 Videos und 3221 Views. Das heißt, er hat schon mal 150 Views pro Video, ganz grob gesagt, um es mal so hinzunehmen. Wir können auch hier einen Peak sehen, der hier rausgekommen ist. Da hat mal ein Video am einem Tag 590 Zuschauer gemacht und danach sank es wieder ab auf irgendwas. Das alleine ist auch ein Peak. Entweder kam da ein Video rein, was lange auf inaktiv war, oder es war auch wieder so ein Klicknetzwerk, wo denn da was generiert worden ist. Dann ist es blöd. Das hier sieht so ein bisschen realistischer aus, ne? Mit diesen Views, die hier am Tag reinkommen, mit den 70. Aber auch hier ein View, zwei View, drei View, vier View. Ne? Es ist schwierig, mit Minecraft überhaupt gefunden zu werden. Es sei denn, man hat richtig, richtig, richtig geile Videos und macht so viel besser als die ganz großen Minecraft-Spieler. So, das mal so zum Text. Ja, dann gucken wir uns einfach mal das letzte Video von ihm an. Kanaltrailer im Handy schenken wir uns. Ne? Der ist auf jeden Fall ordentlich zu sehen. Der wird nicht abgeschnitten sein. Machen da mal ein bisschen Schnelldurchlauf. Ne? Wir haben schon 21:52. Das ist der vierte Kanal. Und wir klicken einfach mal hier auf Minecraft. Den Dingstance hier. So, okay. Ja, wir machen den Ton mal im Hintergrund aus, weil dafür werde ich sowieso nur gefoppt hier. Und man kann jetzt sehen, ja, und was bringt das jetzt? Das ist total albern. So, also, da ist jetzt hier Minecraft mit dem Coffin Dance Song gemacht worden oder sonst irgendwas. Wir nehmen vielleicht nochmal dieses Video, eine große Last auf unseren Schultern. Minecraft, die, keine Ahnung was, vor einer Woche gepostet. Und gucken uns mal an, was da passiert. Und machen hier mal auf Play und schauen mal, was dabei rumkommt. In einer dunklen Zeit. Oh. Pern ab der grünen Wiese vorbei. Okay, also fassen wir erstmal zusammen. Es ist ein bisschen episch gemacht, ne? Es sieht ganz nett aus mit der Musik im Hintergrund. Der Ton der Sprache ist aber leider extremst schlecht. Der ist wirklich extrem schlecht, also man kann es kaum verstehen. Ich mache mal hier weiter. Und dann zwischendurch immer diese ganz auf schwarz blendenden. Er reichte uns einen Hilferuf eines Königs. Und dann kommt wieder die schwarze Blende. Dann kommt wieder so eine Kamerafahrt. Wieder schwarze Blende. Verlor sein ganzes Volk. Ja,
Okay, also das Video hat schon 130 Zuschauer. Ja, das alleine finde ich extremst beachtlich. Die muss man erstmal kriegen. Wir hatten uns eben über diese 15 Sekunden unterhalten, die wichtig sind. Ich möchte mal ganz ehrlich von euch wissen, wie viele Leute hätten jetzt noch weitergeguckt? Wir sind jetzt bei 30 Sekunden. Wer hätte jetzt noch weitergeguckt an der Stelle? Es ist einfach so, am Anfang geht's los. Der Ton ist schlecht, das Bild wird zwischendurch dunkel. Es passiert nichts. Man weiß nicht, was in diesem Video passiert. Ja, es ist eine große Last auf unseren Schultern. Minecraft, die Rache, Part 1. Ja, so. Wir klicken hier einfach mal weiter, ob da noch irgendwas anderes passiert oder ob das so weitergeht. So. Die So. soll sich nicht anstellen? Ja, er kann es Okay. tatsächlich. Komm her. Ja, super. Okay, Gut gut. gemacht. Also man Alter, hier erkennt ist auch noch nicht so dieses viel, ne? Rohr, Schilfrohr, da Also redet das er ist sogar Minecraft, man drüber. muss das mögen, ne? Nee, wie heißt denn das? Zuckerrohr, Schilfrohr. Zuckerrohr ist gut für Bücher. Ja, okay. Also die Jungs zocken Minecraft zusammen, ja. Das ist auch ganz nett. Es ist leider hier keine Facecam dabei oder ähnliches. Das Spiel erschließt sich mir nicht. Ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt spielt. Das ist echt hart. Also nimm mir das nicht übel. Wenn ihr einen Minecraft-Kanal habt, ihr könnt total gerne in den Kanalcheck kommen. Aber macht euch darauf gefasst, dass ich über Minecraft nicht positiv reden werde. Ich verstehe das Spiel nicht. Es ergibt für mich einfach keinen Sinn, warum ich mit Klötzchen da rumbauen sollte, mich noch mit Leuten darüber unterhalte, warum ich Klötzchen baue, nicht mit den Zuschauern kommuniziere und warum ich dann gerne hätte, dass sich das Leute angucken. Und ich verstehe dann auch nicht, dass das Leute wirklich noch gucken. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Diese Wicklung ist in meinem Kopf nicht da. Mich würde interessieren, was ihr davon denkt, ob es bei euch anders ist. Wir gehen mal direkt zum Video SEO über, weil das Ding hat ja doch ein paar Views gekriegt und wir wollen jetzt auch mal wissen, warum es die Suchmaschinenoptimierung. gekriegt hat. Und da gucken wir jetzt an der Stelle einfach mal. Das Video hat 130 Zuschauer, 5 Kommentare, 20 Daumen nach oben, einen Daumen nach unten. Dann haben wir hier 7 Likes bei Facebook. Ne? Dahingehend ist hier 130 Views, 7 Likes. Nettes Dingen. Auch die 20 Daumen nach oben. Das ist schon richtig gut. Ja, die Frage ist, woher kommen die Zuschauer? Ne? Das frage ich mich dann an der Stelle auch wieder. Aber er hat 147 Abonnenten. Das heißt, die könnten da so ein bisschen reingehauen haben, warum da die Zuschauer kamen. Ne? Wenn es wirklich interessierte Abonnenten sind, die gerne gucken, dann gucken die auch die 130 Videos. Das ist natürlich Fakt. Aber es wurde so viel nicht beachtet, was man so als Must-Have so ein bisschen hat. Ne? Es gibt zwar ein High-Resolution-Thumbnail dafür und es gibt hier keine Infokarten, kein Endscreen, es wird nicht bei Twitter geteilt, es ist kein Comment angepinnt. Natürlich Likes bei Facebook, Commentated und so, aber ne, es ist natürlich nicht so dolle. Dann haben wir einen Titel, der eine große Last auf unseren Schultern, Minecraft die Rache. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Kampagne ist, die man neuerdings bei Minecraft spielen kann, ohne dass man überall Klötzchen hinbauen muss, um sich seine Toilette selber zu bauen. Oder ob das wirklich jetzt ein selbstgemachtes Ding ist, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe da keine Ahnung von. Wie gesagt, Minecraft erschließt sich mir einfach gar nicht. Ich kann da nichts dran tun. Das ist für mich einfach das letzte Game. Ja, das ist das letzte Game, was ich spielen würde. Wenn es keine anderen Videogames mehr geben würde, würde ich auch kein Minecraft spielen. Ich würde so viele alte Spiele spielen. Ja, überhaupt kein Problem. Wenn die PlayStation 4 morgen abraucht, nicht mehr existiert, die PlayStation 5 nie rauskommt, sagen wir, wir radieren alles aus bis zur PlayStation 1 runter, dann wäre ich immer noch ein glücklicher Zocker und würde mit meinem NES da sitzen und Super Mario daddeln. Und das Spiel ist 20 Jahre alt und ich sehe da mehr Sinn drin als in Minecraft. Das ist einfach so. Ich kann das einfach nicht ändern. Das ist nicht mein Game. Tut mir leid. So, kommen wir wieder zu den Views zurück hier. Die Beschreibung ist sehr, sehr dürftig. Ne? Da steht nur: Servus Leute, hier die erste Episode Minecraft die Rache. Also ist scheint irgendwas Eigenes zu sein. Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch Search Results. Da klicken wir auch mal kurz drauf. Und das wird da auch nicht gefunden. Das heißt, das hier ist Friends, Family und Abonnenten und ein paar Sachen von Facebook, die da geguckt haben. Da würde mich an der Stelle auch mal interessieren, wie lange ist die Zuschauerbindung? Ich hoffe, ihr habt mir reingeschrieben.
wie lange ihr geguckt hättet. Also ich hätte nicht weiter geguckt, aber ich hasse auch Minecraft. Wie sieht's bei euch aus? Würde mich interessieren. Ja, wir machen mal hier, das ist wirklich ein Short-Kanal-Check, aber wir gehen nochmal hier zurück. Wir gucken mal, ob wir noch ein anderes Video finden. Also, ich fand dieses Coffin Dance Ding hier, dass da jeder ein Video zu machen muss, verstehe ich nicht. Ist mir, kann ich nicht nachvollziehen. So, dann wurde hier noch Fortnite gespielt anscheinend. Komm, wir gucken mal bei Fortnite rein. Das Game kenne ich zumindest auch. Nein! Alter Schwede, schrei doch nicht so hier. Da hat er auch eine Facecam. Wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen auf dem nächsten Video auf meinem Kanal. Wir spielen eine Runde Fortnite. Endlich. Macht mir bitte keine Vorwürfe, wenn ich sehr schlecht bin. Ja, okay. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal netter, weil da kommuniziert er mit der Audience ja im Hintergrund. Aber ich habe jetzt auf eine Playliste geklickt und in der Playliste sehe ich hier privates Video, privates Video, privates Video, privates Video, bla 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 bla. So, da stimmt einfach an der ganzen Kanalstruktur noch einiges nicht und da würde ich wirklich dran arbeiten. Wir gehen mal direkt zum Fazit über. Ihr seht, ich bin da heute auch ein bisschen schneller an der Stelle, weil es ist einfach, guck mal, wir hatten ganz am Anfang, hatten wir den Kanal oder als zweites den Kanal von Bena. Ja, der Bena ist relativ jung, macht aber qualitativ mäßig ein geiles Video. Er redet ordentlich in der Kamera, er hat die Informationen dabei, er sagt den Leuten am Anfang, was passiert oder ähnliches. Da wird am Anfang rumgeschrien. Es wird dieses Coffin Dance Ding hier wieder aufgegriffen. Boah, tut mir leid, ich finde es ja auch lustig, ne? Aber stellenweise. Aber hier zum Beispiel ist ein Artwork gemacht worden. Ja, man könnte meinen, dass wirklich Minecraft-Leute das Ding da rumtragen. Aber nein, es wird einfach nur wieder dieser dämliche Clip da eingeblendet. Wo ist das Selbstgemachte? Das ist wirklich wichtig und man muss sich da so ein bisschen abheben. Ich finde den Kanalmanner finde ich eigentlich cool. Da hat er sein eigenes Bild reingemacht. Ne? Wir haben ihn jetzt eben in der Webcam gesehen. Das heißt, er hat sich da oben selber reingeschnitten und das finde ich ganz witzig, dass er das so gemacht hat. Das ist auch ganz cool. Dieses Minecraft-Ding ist der Ton einfach unglaublich scheiße. Zumindest am Anfang, nachher in dem Gespräch ein bisschen besser. Aber ich finde es einfach langweilig. Ich kann damit nichts anfangen. Ist nicht böse gemeint. Und dann kommen dann hier unten dann diese... Ich muss mal hier dieses neue YouTube, ne, mit diesen Sachen, die da im Overlay aufgehen. Die nerven mich auch so ein bisschen. Und dann haben wir hier unten jetzt hier die Playlist. Ich kann leider nicht weiter runter scrollen, deswegen könnt ihr das nicht ganz sehen. Aber ihr seht, ich habe hier zwei Playlists, die wirklich mit so einem grauen Bild sind. In der Fortnite-Playlist sind auch die grauen Bilder drin und so weiter. Das ist alles rausgelöscht. Also der Kanal gehört einfach wirklich komplett überarbeitet. Vielleicht mal so ein einheitliches Design finden für den Banner, Thumbnail und den anderen Kram, ordentliche Inhalte, den Ton verbessern, ganz, ganz wichtig. Ihr müsst keinen perfekten Ton haben, ihr müsst auch kein 4K-Video haben, aber gut genug sollte es sein, sodass man sich das anhören kann. Den Ton, den wir eben ganz am Anfang hatten in diesen die große Last auf unserem Schultern oder sowas Video, der war ja grässlich, der war verzerrt, übersteuert, klang nicht wirklich sauber, keine Facecam im Bild drin. Ich stehe total auf Facecam. Ich weiß, es gibt Kanäle ohne Facecam, die auch mega erfolgreich sind. Ja, aber die sind seit 7-8 Jahren dran und laden jede Woche 3-4 Videos hoch und haben ihre Audios drin. Und da gucken das die Leute, weil die schon seit Ewigkeiten kennen und neue Leute gucken die Videos, weil sie viele Aufrufe haben. Genauso funktioniert das. Und wenn ich da groß werden will heutzutage und ich möchte jemand erreichen, dann muss ich die Sachen anders machen oder besser als andere Leute, die gerade erfolgreich sind damit. Nicht oder zumindest genauso gut. Dann könnte man sich noch entscheiden, gucke ich den oder den, wenn ich keinen Qualitätsunterschied habe. Aber wenn der eine schlechter ist als der andere, warum sollte ich ihn gucken? Das mal so als Anmerkung für euch zum Überlegen. Jetzt gehen wir mal in den Chat rein und schauen mal, was ihr denn dazu sagt. Oder ob ich der Einzige bin, der jetzt gerade so rumstänkert. Ach ja, Let's Plays und so. So, was haben wir denn hier? Ja, ihr versteht das Ding meins auch nicht.
Wenn ich Minecraft anschauen sollte, dann wenn eine Stadt oder etwas besonders gut gebaut ist. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe auch schon mal ein Minecraft-Video gesehen, wo jemand eine Atombombe gezündet hat und dann ist alles kaputt gegangen. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ergibt Sinn. Ja, das ist in meinem Kopf drin. Ich baue etwas auf, ohne es zu zerstören. Ja, damit kann ich was anfangen. Aber Klötzchen bauen, die ganze Zeit Klötzchen bauen, rumlaufen, irgendwelche Viecher töten, das ist... Minecraft hat auch was anderes als Mods, man muss es mögen. Ja, Minecraft muss man wirklich mögen, aber ist halt... naja, so. Der Sound bei den Übergängen ist sehr, sehr cool, gefällt mir. Ah, dankeschön. Also bei meinen Übergängen, die ich mache, oder meinst du jetzt auf diesen Let's Play-Ding? Weil ich habe den Ton für mich... Nee, der war so leise, ich habe keine Übergänge gehört. Ja, so. Habt ihr eigentlich jetzt abgestimmt? Mache ich jetzt den Hobbykoch? Eigentlich habe ich hier gar nicht weiter gemacht hier. Gucken wir mal hier. So. Ruhe, Welle war geschwind gekauft oder gebottet. Ich finde das Spiel cool. Minecraft ist cool. Ja, gut. Es gibt Leute, die das Spiel gut finden. Ne? Das möchte ich auch gar nicht meckern. Der Kanalbanner ist okay. Ja, sehe ich auch so. Wenn er mich meint. Oh, jetzt wird es bald lustig. Oder auch nicht. Haha, doch. Jetzt wird es gleich lustig. Ich suche jetzt hier den Hobbykoch. Dich machen wir jetzt als nächstes. Ich gucke erstmal heimlich für mich drauf, ne? Dann kann ich mir bei der Zigarette ein bisschen was überlegen. Weißt du Bescheid? Und dann Hobbykoch. Bist du derjenige mit den 142 Videos und den 1,1 Abonnenten? Oh ja, hier, da geht was los. Oh, das sieht aber... Also wenn du das bist, dann kann es so schlimm gar nicht werden eigentlich. Und es sieht so auf den ersten Blick... Hast du in deinem Banner drin stehen, einfach, schnell, lecker und günstig kochen lernen? Wenn ja, habe ich deinen Kanal gefunden. Und da bist du jetzt gleich im Check. Wenn dem so ist, hast du schon mal einen Pluspunkt gesammelt und einen Minuspunkt. Du darfst dir jetzt überlegen, welcher das ist. Ah, finde ich lustig. du hast jetzt so auf Minecraft gesagt, jetzt hört sich das Wort komisch an. Ah, Minecraft, 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 Minecraft. Ja, ist egal. So. Gronkh, oder? Ja, Gronkh finde ich zum Beispiel geil. Gronkh kann ich gucken, Gronkh finde ich lustig. Hobbykoch, bitte. Ja, Hobbykoch, machen wir doch. So. Ja, du magst keine Cam, das ist auch in Ordnung. Also, für mich ist das halt... So, es gibt aber auch genug YouTube, die erst ohne Cam unterwegs waren, dann doch mit YouTube-Kanal gleich viel besser. Also, es geht sicher auch, aber man wächst schneller mit. Ja, man kann halt eine bessere Beziehung zu den Leuten aufbauen, wenn man eine Cam drin hat. Das ist einfach so. So, ich glaube, ich habe dich gefunden. Wir wechseln mal hier rüber. Gehen mal hier auf den Ersteindruck rüber. Der Ersteindruck. Und ist das dein Kanal? Wenn das dein Kanal ist, ist voll mega. Ich bin in einer Minute zurück. Ja? Und dann gucken wir uns den Hobbykoch an. Und falls das nicht dein Kanal sein sollte, aber doch, das sieht so aus, das Icon ist genau das gleiche. Doch, doch, das ist dein Kanal. Ach, schön. Und dann gucken wir uns deinen Kanal in Ruhe an. Ich bin sehr gespannt. Ein Positives hat das Ganze. Schlechter kann das Essen schon nicht werden. Du musst positiv denken. Und aber ich denke auch, dass ich hier wesentlich mehr positiv überrascht werde auf dem anderen Kanal. Ich sehe hier unten auch schon Spare Ribs im Backofen. Klingt auch geil. Werden wir uns gleich mal reinziehen, glaube ich. Das finde ich schön. Alles klar. Bis gleich.
So. Da ist der Kopf auch im Bild. Hobbykoch. So, jetzt bin ich aber gespannt hier. Ja, los geht's. Okay. Gucken wir erstmal. Also, wir haben einen schönen Banner, der alles mitteilt, worum es sich geht. Der Banner hat einen Nachteil. Auf dem Smartphone kann man den nicht so gut gucken. Und ihr wisst, wie das ist, wenn die Leute Sachen nachkochen wollen. Zum Beispiel haben die ihr Smartphone dabei und sind in der Küche. Und wir gehen einfach mal auf die Smartphone-Sicht. Smartphone-Check. Und jetzt suchen wir uns den Hobbykoch. Und dann zeigen wir mal, wie das aussieht auf dem Handy. Hobbykoch. So, such. Und da haben wir dich direkt gefunden. Klicken wir einmal drauf. Und jetzt können wir hier sehen, die Rezeptideen für Grill, Snacks, Fastfood, Salate und mehr ist super gut drauf. Aber das schnell, lecker und günstig kochen lernen wird hier abgeschnitten. Und davor würde noch kommen, einfach. Das heißt, da kannst du an dem Text ein bisschen was machen. Dass hier der Kochlöffel noch so mit reinkommt, finde ich super. Du könntest hier an der Seite vielleicht auch noch so ein bisschen Salat mit einbauen oder ein leckeres Stückchen Fleisch oder sowas. Dass man das dann noch so... Ich wollte doch hier gar nicht hin. Ich bin auf der falschen Seite. Du hast oben in dem großen Banner auf dem Desktop hast du noch diesen Teller noch mit drauf und so weiter, wo man da ein bisschen was sehen kann. Und das würde ich vielleicht ein bisschen anpassen. Ich habe im letzten Kanalcheck, ich habe das da verlinkt hier mit Fotoplayer oder so, ist so ein Timestamp drin. Kannst du einfach draufklicken und an der Stelle siehst du dann so ein kleines Banner, wie dieses Kanalbild aufgebaut ist, in welchen Bereichen das ist, zusammen mit einem Bildbearbeitungsprogramm, wo du rumspielen kannst. Was kostenlos ist, einfach online, kannst du ausprobieren, ist alles verlinkt in der Beschreibung da. Ne? Kannst du einfach hingehen. Okay, gehen wir mal wieder zurück hier zum Kanal hier. Smartphone-Ansicht haben wir weg. Obwohl, wir können auch einmal runtergehen. Ich finde, die Thumbnails kommen richtig gut. Ne? Du bist schön zu sehen, immer im Hintergrund. Immer wieder ein anderes Motiv. Guckst immer wieder ein bisschen anders reingeschnitten. Das finde ich gut. Wollt ihr einen Livestream? Ne? Finde ich auch gut hier an der Sache. Live gestreamt vor 9 Stunden. Du hast auch deine Aufrufe da drin. Ne? Muss man aber hier vor 6 Tagen 339 Zuschauer gehabt. Das ist schon gar nicht schlecht. Ne? Also da kann man nicht drüber meckern. Da kommst du schon sehr gut an. Und wir gucken jetzt auch mal, wie gut und was dein Kanal alles so kann. Und geh mal hier zum Videocheck rüber. Hier kommt der Videocheck. Videocheck. Mega. So. Oh, du hast eine Kanalvorstellung. Nee, warte mal. Dann machen wir das hier mit Kanaltrailer. Kanaltrailer-Check. So, gucken wir noch mal, was auf deinem Kanal so abgeht. 48 Sekunden, die können wir uns ja mal ganz geben. Das finde ich super. Und machen hier mal Play. Hallo zusammen. In eurem kulinarischen Show begrüße ich natürlich hier über der Hobbykoch. Ja, so werde ich dich dann auch auf meinem Kanal begrüßen. Da bin ich ja mal gespannt. Dass du mir was sagen musst, das war mir schon klar. Also, wenn du schnell, lecker, einfach und günstig kochen lernen willst, dann... Abonniere den Kanal. Ich koche, grille, backe, mache so verschiedene Produkttests auch. Lass mir immer wieder mal was Neues einfallen. Und ich würde mich freuen, dich bald in unserer kulinarischen Show begrüßen zu dürfen. Also du siehst ja, bei uns jetzt nie langweilig. Meine Assistentin, die unterstützt mich immer tatkräftig dabei. Ich freue mich auf dich. Ciao, tschüss, der Hobbykoch. Finde ich gut. Mein Abo hast du auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Also ich finde es Alexa oder Google da einblenden, was denn dir antwortet, finde ich schon mal sehr witzig. Deswegen gefällt mir auch der Kanaltrailer direkt am Anfang. Vor allen Dingen sprichst du sehr flüssig in die Kamera. Das alleine ist schon mal ein Punkt. Ne? Du holst die Leute ab, sprichst sie direkt an, worum es sich bei dir geht, baust noch diesen Gag ein mit der Alexa oder Google oder sonst irgendwas. Das ist wirklich ein guter Kanal-Trailer und der ist auch gut geguckt worden. Ne? Das kann man da sehen. 2668 Zuschauer schon. Und finde ich richtig, richtig, richtig gut gemacht. Kann man nicht drüber meckern. Du hast auch einen Merchandise-Shop. Boah, finde ich mega. Komm, den gucken wir uns an. Ich habe ja auch so einen von Spreadshirt. Jetzt bin ich gespannt, was bei dir gibt. Man muss ja mal so ein paar andere Sachen gucken, ne? Nein, dein Shop ist nicht erreichbar. Warum nicht? Nein, der Shop ist auch so nicht erreichbar. Du, dein Shop ist nicht erreichbar, dein Merchandise-Shop. Der macht einen 404-Fehler. Schade. Hätte ich total gerne geguckt, was du da für lustige Sachen habt. Wenn ihr bei mir mal in den Shop reingucken wollt, das Computerkumpelvieh sieht total
total geil aus dem T-Shirt. Zieht's euch rein. Ihr müsst es nicht kaufen, nur angucken. Alleine deswegen habe ich den gemacht. Wenn es einer kauft, kriege ich 2 Euro. Finde ich auch gut, aber muss nicht sein. So, gucken wir mal weiter. Also der Kanaltrailer hat mir schon mal mega gut gefallen. Den finde ich echt witzig. Beschreibung anpassen. Der Merch-Shop ist leider nicht online. Das ist natürlich doof. Wenn einer draufklickt, hast du Geld verschenkt, ne? Weil der da einfach nicht hinkommt, so wie ich jetzt. Ja, was gucken wir denn? Biff Tiki vom Gasgrill. Schaschlik wie von Polenmarktrezept. Oh, das klingt gut. Sollen wir das gucken? Ist vor 3 Tagen hochgeladen worden. Hier ist zwar auch eins von 200 von 9 Stunden, aber ich finde hier das Schaschlik vom Polenmarkt finde ich mega. Komm, das machen wir. Wir gehen hier mal zum Videocheck wieder rüber. Zack. Videocheck. Und dann nehmen wir das Schaschlik hier vom Polenmarkt. Natürlich hier mal der Hobbykoch und heute machen wir mal das Schaschlik. Ja, die Grillsaison steht schon langsam vor der Tür und heute gibt's Schaschlik wie vom Polenmarkt. Polen, das sind für mich böhmische Dörfer. Ja, du könntest da eigentlich recht haben. Also, was wir dazu benötigen und wie das funktioniert, zeige ich euch nach dem Intro natürlich hier mal da. Oh, finde ich gut, gefällt mir. Schön kurz. Für unsere Polenmarkt-Schaschlik-Spieße benötigen wir. Ich habe da jetzt hier ein bisschen Puttenfleisch, das sind dann insgesamt 800 Gramm. Und dann brauchen wir noch ein paar Zwiebeln. Ich habe jetzt hier rote Zwiebeln. Die Omega, hast du da unten noch so ein Graphic eingebaut hier, so ein zum Einscannen, um das Rezept zu finden? Finde ich geil. Finde ich richtig gut. Muss man auch mal loben, ne? Original polnischen Schaschlik vom Polenmarkt, die sind mit weißen Zwiebeln. Aber ich denke, das geht mit den roten Zwiebeln genauso gut. Dann brauche ich was von meinem Barbecue-Rub. Da ist richtig viel Paprika drin. Und dann brauchen wir noch einen Schluck Olivenöl. Und dann brauchen wir dazu auch noch ein bisschen Speck. Und dann kann es schon losgehen. Da meine Putenstücke jetzt hier ziemlich groß sind, werde ich die einfach mega mal halbieren. Mega. Also ich denke, so wie in den Gulasch vielleicht ein bisschen größer, sollte das... Richtig, richtig schön gemacht. Richtig geiles Kochtutorial. Ordentliche Bilder, ein bisschen Spannung drin durch diese Wusch-Effekte. Auch das Rezept einblenden, welche Sachen man wirklich braucht an der Stelle. Oh, hier unten ist dein Merchandise-Shot hier auch nochmal drin. Hier, komm, wir machen mal auf Play hier. Hobbykoch Merch-Shop unten in der Beschreibung, wo du die Sachen kaufen kannst. Zwiebel. Ja, vorbildlich, aber der ist leider nicht erreichbar. Der reicht. Dann kommt nochmal hier Kanal abonnieren mit rein. Ja, das ist okay. Ist aber vom Ton her auch passend. Boah, da hätte ich ja jetzt Bock drauf, ne? Das sieht sehr gut aus. Auch das sah nett aus. Kann man einbauen. Ist cool. Ja, ist geil. Polenmarkt, Schaschlik, Spießen. Und da werde ich jetzt doch mal einen probieren müssen. So sieht er aus, der Bursche. Probiere ich jetzt einfach mal. Da nochmal das Rezept eingeblendet. Schön mit den Dingen. Ist auch nicht zu trocken. Oh, finde ich richtig gut gemacht. Spieß hier oder... Ich habe schon einen Zigeunerspieß. Finde ich witzig. Hier, du kriegst sogar ein Abo hier. Einmal abonniert, ne, damit ihr das sehen könnt. Sowas macht mir Spaß, sowas gucke ich mir auch an. Muss ich einfach mit dabei sagen. Finde ich richtig gut gemacht. Nettes Video. Schöne Endcard noch hinten mit rein, die auch wieder zum Banner passt oben. Bisschen schön durchdacht. Auch hier diesen Pinguin mit der Grillwurst finde ich auch ganz nett. Und ja, auch die Thumbnails und so, ne. Ist alles ordentlich gemacht, aber man sieht es ja auch an deinen Zuschauern. Ich meine, du hast schon 217.000 Zuschauer gehabt. Das ist ja schon eine ganze Menge. Also, da kann man nichts sagen. War vielleicht nur der eine Shop falsch verlinkt? Ist der vielleicht online? Guck mal, der ist online. Der geht. Der geht. Und der andere ging nicht. Jetzt wollen wir nochmal gucken, warum ging der andere nicht. Wo ist der Fehler? Such den Fehler, Marcel. Such den Fehler. Zack. Ach, jetzt wirst du mir hier anders angezeigt, weil ich abonniert habe. Dann bist du halt jetzt wieder kein Abonnent hier. Ich will halt wieder genauso sehen. Das ist ja nervig. So, kriegst gleich wieder ein Abo zurück. So, jetzt wollen wir gucken. Was haben wir hier für einen Link? Der wird nicht angezeigt. Da haben wir den Hobbykoch. Und auf dem anderen haben wir Hobbykoch-Shop. Guck mal. Da ist der Fehler.
wenn ich das da antue und dann können wir uns das hier auch mal schön ansehen, wie denn dieser Spreadshirt-Shop aussieht. Für diejenigen, die das interessiert, so einen Spreadshirt-Shop gibt es umsonst. Ihr müsst den nur designen und euer Icon da reinmachen, ne, damit das hier so schön aussieht. Und dann kann man hier die Sachen einfach bestellen. Kulinarische Show, Hobbykoch, hast du cool gemacht. Würde mich auch mal interessieren, ob du da schon Verkäufe hast über den Spreadshirt-Shop. Ich hatte überlegt, meins auch ein bisschen mehr einzubinden, aber ich finde das einfach cool, dass man sowas machen kann und dann die Leute solche Sachen kriegen. Ich fände hier Abstand halten, mein Essen fände ich geil. Als T-Shirt. Nicht Corona, sondern mein Essen. Aber der Shop gefällt mir auch. Ich finde dieses, boah, dieser kleine Pinguin ist natürlich auch süß, ne? Der kommt auch gut auf ein Shirt drauf. Das muss man einfach sagen, der kommt gut rüber. Wenn ihr meinen mal sehen wollt, komm, können wir auch mal eben machen. Dann haben wir den auch gesehen, bevor wir da weiter mit der Analyse machen. Achso, ach, ich muss ja nur auf YouTube hier Computerkumpel eingeben. Hier YouTube und dann mein Kanal. Achso, kann ich einfach hier drauf gehen, Computerkumpel. So, gehen wir da rüber. Und ich habe hier auch so einen Fanshop, habe ich auch da drin hier. Klicke ich drauf, muss ich auch wieder die Adresse kopieren, sonst habt ihr das Fenster nicht, wie das halt so ist. So. Ja, bei mir ist hier der Computerkumpel drauf. Ne? Ist auch süß. Ich finde, der macht sich unglaublich gut auf dem T-Shirt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er so gut darauf aussieht, wenn ich ehrlich bin. Aber es sieht süß aus. Solche Shops sind kostenlos, wie gesagt. Ja, also fand ich mega. Ich fand die Schaschlik-Dinger gut. Hier, wir gucken uns jetzt mal die Suchsachen an, ne? Weil es ja vor 3 Tagen hochgeladen hat, schon 1000 Zuschauer. Die kommen garantiert nicht alle nur von deinen Abonnenten. Das heißt, du wirst auch anderweitig gefunden und das wird uns TubeBuddy jetzt hier sehr wahrscheinlich anzeigen, wo deine Views herkommen, weil ich kann mir vorstellen, dass du auch über die YouTube-Suche ganz gut gefunden wirst mit deinen Sachen. Ja, und da bin ich mir ganz sicher, wenn ich mir die Suchwörter hier angucke, aber du hast natürlich auch 317 Likes bei Facebook. Halleluja, wie viele Leute kennst du denn, dass die das alle liken oder bist du da auch in so Gruppen drin? Aber ist geil gemacht, finde ich gut. So, dann haben wir hier einmal die Basics, die wir eben auch schon hatten. Ne? 1000 Zuschauer hat das Video, 29 Kommentare, 24 Daumen nach unten. Die Rate ist natürlich nicht so mega gut. Ne? Das sind 60 Interaktionen quasi bei 1000 Views. Das ist ein bisschen wenig. Das ist einfach so. Ne? Das könnte ein bisschen höher sein, die Rate. Dann wird das Video auch noch besser gerankt. Aber du hast hier schon 317 Likes bei Facebook. Die gleichen dann wieder einiges aus, dass es da nach oben geht. Die Basics alle erfüllt. Ne? Sieht man hier ganz schön. Hat ja auch einen Upvote bei Reddit, einen Mentions bei Twitter. Und wir gucken uns jetzt mal die Suchrankings an, wie du denn da gefunden wirst. Dafür müssen wir mal hier auf Video SEO gehen. Dann bin ich auch an der richtigen Seite. Und das ganze Ding ist hier frei. Falls noch neue eingeschaltet haben, das, was ihr hier seht, nennt sich TubeBuddy. Ist ein Add-on für Firefox und für Chrome. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Könnt ihr kostenlos nutzen und ist total geil. So, gehen wir hier auf Show Search Rankings. Und da können wir sehen, Alter, hast du gut optimiert. Läuft bei dir. Finde ich gut, sieht richtig gut aus. Wirst natürlich dann auch gefunden über diese Sachen. Hast dir ein einprägsamen Titel gemacht, ja, und wenn wir uns hier die Beschreibung angucken, hast du hier schön die Zutatenliste mit reingemacht. Das ist mega gut, dass das da mit drin steht. Ich würde an der Stelle die Beschreibung hier noch ein bisschen größer machen, ja, dass du da wirklich noch ein bisschen Text ausnutzt, um nochmal diese Wörter, die du hier hast, noch ein bisschen mehr zu promoten. Das heißt, wenn die Wörter hier nämlich noch in diesem Text auftauchen, werden sich hier diese Suchrankings noch verbessern nach oben. Das heißt, du wirst jetzt gerade darauf gefunden, weil es Relationen hiermit hat und mit dem Rezept habt und mit dem Fließtext mit dabei, steigst du hier nochmal in den Positionen. Dann kann aus der Position 3 ganz schnell die Position 1 werden und aus der 4 ganz schnell die 2. Was du auf jeden Fall verbessern könntest, wäre sehr wahrscheinlich die Position 16 hier unten und auch hier die Position 26, wenn das hier noch ein bisschen öfter drin auftaucht. Ja, weil hier hast du zum Beispiel auch Schaschlik, da fehlt das A zum Beispiel. Wenn hier das Suchwort komplett ist, dann wirst du sehr wahrscheinlich hier mit Schaschlik schon besser gefunden werden. Das als Optimierungstipp. Ich kann nichts Schlimmes dazu sagen. Ich finde dein Video mega. Ich finde es lustig. Es sieht lecker aus, was du kochst. Der Kochvorgang ist super dokumentiert. Es ist ein super Tutorial, auch um die Sachen nachzumachen.
Und der Erfolg gibt dir ja auch recht. Und ich glaube, wenn wir bei dir mal bei Social Blade jetzt reinschauen, du musst einfach nur so weitermachen, ne? Erstmal so als Empfehlung und vielleicht den Banner anpassen. Aber an sich bist du da mega. Ich verstehe gar nicht, warum du nur 1118 Abonnenten hast. Oder 1000, doch. Nee, 1180 sind es. Aber ich meine, das ist schon eine ganze Menge, keine Frage. Aber da würde mehr gehen. Also da bin ich mir ganz sicher. So, Social Blade haben wir hier. Social Blade Check. Zack, Social Blade und Social Blade machen wir hier auf an der Stelle und gucken uns mal deinen Kanal an. Das ist doch schön. Ah, da kam aber hier ein Boost in den letzten Tagen, wo es denn hier mal nach oben ging, wo denn ordentlich Zuschauer kamen. Wäre cool, wenn du mal reinschreibst, ob du da was optimiert hast in dieser Zeit. Ja, dass sich da was verändert hat, dass es da mehr geworden ist. Weil du hattest hier vorher schon gut Zuschauer, ne, in den Wochen, aber da waren es immer so 2000 Zuschauer in der Woche oder 3000 Zuschauer in der Woche. Und davor waren es hier so 1000, 1500 Zuschauer. Hier gab es immer mal so ein paar Peaks drin. Aber hier ist jetzt nur richtig was passiert. Und man kann das auch hier sehen bei den Abonnenten, die dann zeitgleich mit den Zuschauerzahlen hier auch so richtig angestiegen sind, ne? Also hier kann man sehen, du hast da wesentlich mehr Zuschauer gemacht, also gibt es wesentlich mehr Abonnenten. Genauso wie hier dieser Peak, der ist auch hier hinten da, ne? Auch bei den Zuschauern. Das heißt, das ist alles stimmig, ne? Das passt alles sehr schön zusammen an der Stelle. Hier sind die Views ordentlich eingetragen. Mittlerweile werden die Abonnenten nur noch in 10er-Schritten angezeigt. Das ist bei der Größe so, ne? Hat der Computerkumpel auch an der Stelle. Und hier hast du wohl mal ein Video rausgelöscht an der Stelle. Das passiert halt, aber man sieht ja richtig schön, wie die Kurve bei dir nach oben geht. Auch hier immer mit so ein paar Schlenkern drin geht die Kurve nach oben. Das ist richtig nett gemacht. Und wenn wir uns die Zukunftsaussichten für deinen Kanal anschauen und machen mal hier Subscriber-Milestones. Wichtig wären für dich als nächstes 5000 Abonnenten. Da sagt Social Blade, du wirst noch ein Jahr lang dafür brauchen. Ganz gut, also 282 Tage. Fehlen noch 100 Tage, bis das Jahr rum wäre, also ein Dreivierteljahr, aber trotzdem läuft richtig gut, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn du so weitermachst und kontinuierlich neue Videos hochlädst, ne, du hast schon einen guten Stock. Wenn du die anderen noch ein bisschen mehr optimierst, ich habe jetzt nicht alle reingeguckt, kann dann noch wesentlich mehr gehen. Und wir gehen jetzt einfach mal Das zum Fazit Fazit. über hier. So. Ja, Fazit. Kommst richtig gut rüber. Coole Videos, zumindest das, was ich gesehen habe. Mir hat die Kanalvorstellung gefallen. Mir hat dieses Schaschlik-Ding gefallen, was ich gerade gesehen habe. Du hast schon eine Suchmaschinenoptimierung gemacht da innen drin. Die kann man noch ein bisschen ausschmücken durch den Beschreibungstext, in dem da einfach noch mehr Fließtext drin steht. Und dann wird man dann noch ein bisschen besser gefunden auch für die Sachen. Deine Videos machen Spaß zum Gucken, sehen lecker aus. Ne? Hier sind noch so ein bisschen andere Thumbnails. Ich nehme an, hier oben hast du mehr optimiert als hier unten an der Stelle. Und auch diese hier, ich glaube, da ist noch so ein bisschen bei so ein paar Videos, wo du noch ein bisschen was tun kannst, um dann noch ein bisschen mehr zu optimieren. Aber du bist ja auf einem Mega-Weg und es sieht super aus. Ne? Gerade wenn ich mir jetzt diesen oberen Teil hier angucke, bis halt auf diesen Banner, dass er abgeschnitten wird. Das ist schade, da kannst du was tun. Aber ansonsten alle Punkte erfüllt, sieht mega aus. Hier noch einmal den Link tauschen, weil da der falsche drin ist, aber das war es dann auch, ne? Da fehlt einfach nur dieses Minus Shop dahinter, dann funktioniert der auch. Aber ist geil. Sag mal mein Feedback unten rein, ne, was du davon hängst. Und wir schauen jetzt nochmal hier in den Chat mit rein, hier, damit ich hier auch mal noch so ein bisschen lesen kann. Ah, so. Ah. Was haben wir hier? Warum in YouTube, wenn die Shua Stone wählen, dann kommt dein Kanal heraus? Was verwechsel ich? Bist du Shua Stone? Hä? Wer ist Shua Stone? Ey, was, wie, wo? Was schreibt denn der Mark Soxel? Are you Shua Stone? Mark, das? Der Fehler ist im Link. Ah. Würdet ihr eure Videos eigentlich bei Facebook in eurer eigenen Chronik posten? Ja, immer. Ich poste sie immer in meiner eigenen Chronik. Facebook dient bei mir dazu, Kommunikation zu führen und Leuten auf den Sack zu gehen. Deswegen poste ich auch immer die Kanalcheck in meine Facebook-Links rein, in meine Story. Auch wenn die meisten Leute, die ich bei Facebook als meine Freunde zählen, meine Videos nicht gucke, werde ich sie immer wieder damit
terrorisieren und immer wieder meine Videos zeigen. Und wenn die das stört, dürfen die mich gerne entfreunden. Das ist einfach so. Ich weiß aber auch von ein paar Leuten, die einfach das Video mal angucken, um mir einen Gefallen zu tun. Die lassen das dann 10 Minuten laufen, stellen fest, das ist nichts für die, haben den Marcel mal gesehen und gehen dann wieder raus. Nee, das war nur ein gutes Video. Ja, soll ich mir jetzt noch ein anderes Video angucken? Sind die anderen nicht so gut? Aber das ist ja eines der letzten Videos, ne? Das hast du ja vor 3 Tagen hochgeladen. Und YouTube ist halt ein ständiger Verbesserungsprozess. Wenn deine alten Videos nicht so gut sind wie das Video jetzt, ist es doch völlig in Ordnung. Mach halt die anderen, die jetzt danach kommen, mindestens genauso gut. Das ist halt der Trick an der Sache. Immer so ein bisschen verbessern. Und wenn du das so machst, dann wächst du auch weiter. Also wenn du in dem Stil, wie du die da jetzt gemacht hast, diese Videos machst und du hast dann noch, keine Ahnung, 200 Rezepte von gemacht, dann hat dein Kanal nicht 1000 Abonnenten, sondern da stehen da 20 oder 30.000 Abonnenten. Und dann wird es irgendwann spaßig in der Richtung. Weißt du, das ist einfach... ja, aber mir hat dieses Video jetzt Spaß gemacht. Übrigens kriegst du jetzt auch den Abonnieren zurück hier. Ich habe das eben bloß rausgenommen, damit ich die gleiche Ansicht habe. So, bis jetzt wieder abonniert. Weil ich muss nämlich gleich mal ein paar Videos von dir gucken. Vielleicht finde ich da auch mal ein paar Rezeptideen nur für mich. Ne? So. Ja. Dann würde ich sagen, für heute, wenn ihr jetzt nicht so mega Fragen habt, ne? Würde ich sagen, sind wir fertig mit dem Kanalcheck, weil ja jetzt schon 22.30 Uhr, ja, der kleine Dicke muss auch noch was essen, der hat nämlich noch nichts gegessen, nur ein Brötchen heute, ganz traurig, ja, wird wohl eine Tiefkühlpizza werden, weil ich nichts anderes zum Kochen habe, so ist das, ja, Kanalcheck ist fertig für heute, wie gesagt, es gibt am Mittwoch einen neuen Kanalcheck, es gibt am Donnerstag Kanalchecks, es gibt am Freitag Kanalchecks, es gibt Samstag Kanalcheck und Sonntag Kanalcheck, damit ich hier mal so ein bisschen abgearbeitet bekomme. Ich werde den ganzen Timetable wirklich nach vorne ziehen. Das heißt, wir haben in dieser Woche noch, ne, was wir alles testen wollen. Am Mittwoch kommt DE2TRF dran, ne, du bist am Mittwoch dran. Dann kommt Namu am Mittwoch, Frenchie Erziehungstipps kommt am Mittwoch. Ghost Nox kommt am Mittwoch und am Donnerstag haben wir den Unknown Beast, Crab Kings TV, Lebendige Zukunft, Pro Gamer TV. Dann machen wir am Freitag Liha 2004, Konki, Eishockey Nerds, Fapsel Plays. Am Samstag geht's dann mit Led Nomad, Chan, Curry Burries, Sentinel Bay Reviews und dann sind wir am Sonntag schon bei Pilz und Gartenwelt, Thomas Eichenseher, Garnico, Saints, Pure Productions und irgendwann an diesen Tagen werde ich mir den Kanal vom M1 Molter, der Heimwerker, vornehmen mit 163.000 Abonnenten. Da bin ich total gespannt drauf. Und vielleicht schaffe ich die anderen, die noch bei mir in der Liste stehen, wie Stuben, Television, Sky, Owner, Ästhetik, Vlog, Quiz TV auch noch. Ich bin sehr gespannt. Wenn ihr euch fragt, warum ich das alles jetzt in dieser Woche durchziehe, weil meine Frau nicht da ist und ich Zeit habe und jeden Tag streamen kann und ich gerne möchte, dass auch alle Kanäle gecheckt werden und zwar nicht erst in 6 Monaten, weil darauf würde es hinauslaufen. Ich habe sehr wahrscheinlich in der Woche vor Juni noch ein bisschen was zu tun und dann werde ich leider nicht dazu kommen, immer die Kanalchecks so zu machen, wie ich möchte und ab 2. Juni gehe ich wieder arbeiten. Das heißt, da schaffe ich es vielleicht einmal in der Woche abends einen Kanalcheck zu machen, aber bei der Flut an Anfragen, die da sind und die gerne in den Check rein möchten, würde ich da nicht mehr hinterherkommen, weil ich habe definitiv mehr als 4 Anfragen in der Woche, stellenweise am Tag. Dementsprechend muss das irgendwie abgearbeitet werden und jetzt habe ich Zeit dafür und ich mache dann und ich habe ordentlich was zu essen dabei. Vielleicht nehme ich euch auch mal mit zum Grill raus oder zeige euch meine Pizza oder ähnliches. Gucken wir mal, wie wir da weitermachen und dann machen wir da weiter. In diesem Sinne würde ich sagen, der Kanalcheck ist für heute hier vorbei. Und
Ich gucke noch mal kurz in den Chat rein, weil ich habe dann noch mal aufgeleuchtet hier. So. Ja, total gerne. Ne? Wie gesagt, schau auch gerne wieder rein. Ne? Es freut mich über alle, die dabei sind. Und nochmal so für die Info, ne, so für den Rand hier, das machen wir aus. Und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, da oben neues Video zu gucken. Und ich glaube, der Computerkumpel ist genau in der Mitte da, wo mein Kopf ist. Und da könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Solltet ihr das auch noch nicht getan haben, lasst bitte ein Like unter dem Video da. Ne? Einmal liken, ihr könnt auch gerne disliken, wenn es euch nicht gefällt. Hauptsache ihr klickt eins von beiden an. Und was cool wäre, wenn ich jetzt gleich fertig bin hier, ne? Und der Blog ist on, der Kanalcheck ist online. Tut mir doch bitte den Gefallen und schreibt danach noch einen Kommentar unten drunter, wie es euch gefallen hat, ob ihr auch in den Kanalcheck möchtet, wenn ihr gecheckt worden seid, wie euch der Check von euch selber gefallen hat. Und meldet euch einfach, falls ihr irgendwas umgeändert habt. Ja, man sieht nichts. Was sieht man nicht? Nein, man kann doch nicht sehen, dass die Videos da oben verlinkt sind. Das funktioniert nicht. Das kommt erst dann mit dem Verlinken, wenn ich da die Endcard draufsetze. Und dann kann ich immer so gucken. Jetzt klicken, jetzt klicken, jetzt klicken, jetzt klicken. Das ist eigentlich auch ganz witzig für die Endcard. Vielleicht sollte ich mir das mal überlegen. Ich setze mich einfach nur so hin und mache so, jetzt klicken, jetzt klicken, jetzt klicken, jetzt klicken. Ja, in diesem Sinne, macht euch einen schönen Tag und ich bin raus, euer Computerkumpel. Ich muss jetzt essen. Ich habe Hunger. Bis demnächst. Bis Mittwoch, genau. Bis Mittwoch. Tschüss.